Einen wunderschönen guten Abend. Endlich. Wir mussten Philipp. Nein, Philipp muss mich nicht dazu zwingen. Wir spielen wieder Aventuria. Wir haben uns so schon drauf gefreut und lange haben wir einen Plan geschmiedet, endlich wieder mit der Aventuria spielen zu können. Und In heute. Anlehnung an einen großartigen Wortwitz vom lieben David, frohes neues Aventuria an euch alle. Ja, ich hoffe. Wunderschön. Ja, also. Dafür hat es sich allein schon gelohnt, dass du heute auch dabei bist. Ja, Auf jeden Fall. nice. Ja, ich bin gespannt. Das war ja eine relativ spontane Frage, aber ich hab Bock. Ja, wir haben halt gesagt, hier, wir brauchen noch jemanden, der mit uns heute Hardcore Venturia spielt. Und So einer, der ein richtiger Experte in dem Spiel ist. ja, und Aber die vor hatten allem so leider ein. alle keine Zeit. Und dann war plötzlich David so da und stand so und hat Ja, so ich seine habe sie Haare nach quasi hinten angebettelt, geworfen habe ich sie und dann gedacht, irgendwann okay, Long Hair Content geht immer. mal. Ja, heute mal ohne das Haargummi. Das ist auch mal was Neues. Aber. Ja, ist mal anders. Ja. Ich habe mich an die. Ach, man sieht sie ja auch. An die Layari. Layariel? Laiaria, ja. Ich finde, die Layariel. sieht euch auch zum Ja, ich Verwechseln habe ich mich ähnlich. angepasst, ja. Den Bart muss ich halt noch ein bisschen Ja. wegrasieren, dann passt das auch. Ja, ich muss Zöpfchen noch hier reinflechten und noch einen weißeren Bart bekommen. Glaube, bei mir ist mehr zu tun. Aber geht doch ein. Wie immer, ich habe den Laptop neben mir stehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Chat stellen. Du bist zu leise, David. Ich bin zu leise. Turn mal den Dezi-David Ich an. töne mal den Dezi. Soll ich aber lauter reden? Ja. Hilft Okay. es, wenn er lauter redet oder sollen wir ein bisschen lauter stellen? Das ist gar kein Problem. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es euch in den Chat Naja. rein. Wir versuchen das dann so gut wie möglich zu Dann fixen. müssen Das wir ist kein nur Problem. irgendeins von diesen Mikrofonen ein bisschen lauter drehen. Das Was ist gar kein wollen wir Problem. machen? Oder du machst halt den Dezi-David. Ja. Nein. Okay, was wollen wir heute Abend machen? Wir wollen heute Abend Aventuria spielen. Wir werden das gleich so machen, dass So. ihr die Möglichkeit habt, den Schwierigkeitsgrad zu bestimmen. Und wir wollen auch mit Handicaps spielen, wenn ihr das denn so wollt. Also das heißt, einfach, normal, schwer oder legendär, das überlassen wir ganz euch, wie wir das spielen wollen. Und wir wollen mit dem Director's Cut direkt durchstarten. Da der David Silvana noch nicht befreit hat, werden wir das heute direkt mal machen. Ich habe tatsächlich auch, trotz meiner Profession DSA-Redakteur, in meinem Ja. ganzen Leben noch nie Silvana befreit. Ja, dann Oh. wird's Zeit. Ich habe die Oh. Dame schon ein paar Mal gerettet, weil stimmt es auch immer so als Ist das so Einstiegsabenteuer. eine, ist das so Trulla, die eine, die ständig ständig wieder? Probleme Ja, kriegt, oder was? ja, Nicht nur offensichtlich. Die lässt sich immer mit den Aventina, Bad Guys ein oder mit den. Ja, jedenfalls wirst du schon herausfinden, was da passiert. Ich sollte meine Töne leiser machen. Jedenfalls müssen wir die Dame wieder retten. Das wird das Abenteuer sein, was wir heute spielen. Wenn ihr an der ganzen Sache Spaß habt, werden wir natürlich dann auch die tollen mehrteiligen Abenteuermarsch anspielen. Es gibt nämlich, die sind in verschiedenen Akten aufgeteilt. Und natürlich haben wir vor, mit dem ganzen Zwischenspiel unseren Charakter zu entwickeln und halt auch später dann nice, nochmal Alter. an Lieben der Level. Pforte des Taunus-Titans zu klopfen und ihm endlich dann auch mal Das zu Handwerk zu verklopfen. legen. Ja, das letzte Mal ist er ja so. War der nicht geflohen? Ich finde auch, er hat einfach aufgegeben. Ja. Er ist einfach rausgestürmt und das war tragisch. Das war wirklich tragisch. Um unserer großartigen Heldenreise auch den Beistand der Götter zu verschaffen, Oh. habe ich noch was Besonderes dabei. Einige von Das ist euch was haben Feines. vielleicht ja schon mal gesehen, dass wir da diese neuen Würfel- und Schicksalspunkte-Sets im Collectors Club haben zurzeit. Ich glaube, die ersten sind auch so schon erschienen tatsächlich. Ja. Und es hat sich herausgestellt, dass die irgendwie hervorragend auch für Aventuria funktionieren. Denn drin Ja. enthalten Sind. sind 2W6 Oh und ein mein Gott. W20, wie dafür Oh mein gemacht, Gott. Ja. und drei Schicksalspunkte. Von denen nehmen wir dann zwei halt einfach als Schicksalspunkt und den dritten für ein zufälliger Held wird gezogen Genau, oder das so. finde ich perfekt, die Idee. Richtig nice. Und, also ich habe jetzt mal hier Sinne mitgebracht für meine Magierin. Wir haben jetzt noch am Tisch einen Zwerg und eine Elfe. Das ist ein exklusiver Ausblick, den ihr bekommt. Den hat so noch niemand im deutschen Twitch gehabt, wie auch immer. In die Im Internet. deutschen im deutschen Internet, genau. Farb-Twitch, ja. Oder dem internationalen. So, wir haben Trommelwirbel, ein Ingrim-Paket für den guten Arbosch. Ja. Wir werfen da mal einen Blick drauf, wie diese Würfel aussehen. Das ist hier so ein feuriges Rot mit kupferfarbenen Symbolen darauf. Mega. Lieber Chris, das überrasche ich dich mal. Guckt euch auch mal die Schicksalspunkte an.
Hammer, oder? Echt nice. Und der Würfel gefällt mir richtig gut. Ich muss sagen, ein bisschen geiler finde ich noch das, was der David jetzt bekommen wird. was könnte man so einer Elfe denn zuschanzen? Ich meine, mit den 12 Göttern haben sie es ja nicht so. Aber... Den Namenlosen. Voll die gute Idee, Chris. Wow, nice. Nein, wir nehmen... I'm the Fex. Bad girl. Ja, der wäre für Carolan wäre der jetzt richtig. Ja. Den haben wir heute nicht dabei. Soll ich nochmal raten? Ja, mach nochmal. Firun. Wow, wie bist du nur darauf gekommen? Nice. Der hat da zumindest steht ja gar nicht da vorne drauf, oder Chris? Wie hast du das? Das konntest du ja nicht mal lesen. Sekunde. Oh. Wir haben auch ein Firun-Paket und die Würfel sind halt schon richtig, richtig halt cool. Echt geil, ja. Hier sind nicht so viele. Die werden mir gute Dienste leisten. Blau. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. So, ich behalte einen von deinen Schicksalspunkten hier für eventuelle Zufallsbegegnungen, wie auch immer. Und den Rest übergebe ich. Mega. So. Ich würde ganz gern, bevor wir loslegen, noch mal einmal auf das aktuell laufende Crowdfunding hinweisen. Wer es noch nicht getan hat oder vielleicht nicht mitgekriegt hat, auf Game on Tabletop läuft das aktuelle Crowdfunding zu Die schwarze Katze. Schleichender Verfall. Also wer schon immer Lust hat, Aventurien aus der Sicht eines Otters zu erleben, jetzt ist die Gelegenheit! Ich glaube, wir bräuchten eigentlich so einen Schnurrhaarfilter. Den können wir einfach anschalten und der Stream hat dann jeder. Nice. Wir haben also riesige Augen. Und Snapchat-TikTok-Filter. Ja, ist ja voll super. Also ich werde auf jeden Fall mitmachen. Inge, mach uns das mal. Ja, genau. Und Eichhörnchen. Dann alles mit Hundeschnauze und so, ne? Ja. Muss ja, also muss ja wohl so eine Phase mit dieser Hundefilter. Danke. So exzessiv benutzt. Für den Link. Bei allem. Ich glaube, die Phase ist noch nicht vorbei. Kann sein, ja. Ich weiß und nicht. Wer die Abenteuer, die wir jetzt erleben werden, oder das Abenteuer nachspielen will, im E-Book-Store, gibt es auch für 4,99 Euro, meine ich, das PDF zu kaufen mit den ganzen Director-Cuts. Wir werden nämlich nicht einfach nur Sylvana befreien, sondern wir werden Sylvana nach hier, wie heißt es? Nein, warte. Director's Cut. Es ist der Director's Cut, ja. Es ist der Director's Cut. Wir werden Sylvana nach Director's Cut befreien. Ja. Das werden wir tun. Oh ja. So, dann würde ich das Wort unserem Spielleiter oder Erzähler übergeben, Johannes. Ich fürchte, wir nicht erstmal das Problem, dass wir uns für eine Schwierigkeit entscheiden müssen. Das passiert doch, das können wir jetzt machen. Das hat ja noch gar keinen Einfluss auf den Abenteuer, sondern sicher, haben die Herausforderungen da auch keinen Einfluss drauf? Sieh einfach mal eine Herausforderung. Wir spielen auf jeden Fall mit einer. Mit mindestens einer, okay. Was sagt der denn, Chat? Warte, ich mach mal eine Abstimmung. Mach mal eine Abstimmung. Ich mach mal eine Abstimmung. Auf welcher Schwierigkeitsgrad? Ah, guck mal, wir kriegen Namen. Ja, nice. Und der Chris ist gerade der Chris wird rumgereicht, wisst ihr das? Nice. Ich bin der Reise-Chris. Das ist die liebe Inge aus dem Homeoffice, die uns hier die noch netterweise dieses wunderschöne Crit gebaut hat. Einmal ganz in den Chat, Hashtag Inge loben, bitte. Oh yeah. Besser als Alexa. Reißt sich immer... Ja, reißt sich auch immer ein Bein für uns aus. Also muss man schon sagen. Ja. Und deswegen Prost, Inga. Ne? Ich krieg hier deine Mate. Du warst ja heute nicht da. Kann er sich nicht beschweren. Mhm. Ich hatte extra eine Flasche für ihn mitgebracht. Also wir spielen auf jeden Fall schon mal auf schwer. Ne? Das steht ja schon mal völlig außer Frage. Inge wollte loben, genau. Auf welchen... Also das heißt... Brauchst gar keine Umfrage machen, wir starten mit schwer auf jeden Fall. Ja, nicht schwer, also wir fangen mit schwer an. Schwer gibt schon mal 3 Schädel. Schädel. Aber wir können ja noch Herausforderungen dazu ziehen. Weil wir wollen ja Schädel sammeln, weil wir vor uns einen Schädel drucken. Nein, das war was anderes. Nein, aber also je nach, wir können das ja mal so ein bisschen kurz ansprechen. Im Abenteuermodus ist dann ja so, also im Legendenmodus besser gesagt, ist es dann so, dass die Heldenstufe ermittelt wird, je nachdem, wie viele Karten die Helden so insgesamt verbessert haben. Korrekt. Bei uns beträgt diese Zahl zurzeit Zero. Entsprechend haben wir Heldenstufe 1. Und für uns angemessen sind Abenteuer der Heldenstufe 1. Also sind wir die Nummer 1. Korrekt. Genau. Ja. Nice. Wenn man allerdings Abenteuer besteht mit einer höheren Heldenstufe, kann man sich Orden gewinnen, verdienen, erhalten. Mhm. Und da sind dann so ganz tolle Auszeichnungen durch die Kaiserin dabei. Und ich finde, wenn wir Sylvana... Nice. So richtig hart befreien, dann bekommen wir eben auch mal eine Belobigung von Rohaya dafür. Das finde ich angemessen. Ja. Klingt gut, nehme ich mit. Und deswegen wollen wir halt direkt, wenn möglich, Orden sammeln. Ja. Punkt. Ja, mit schwer kommen wir direkt schon auf eine Schädelstufe. Ich glaube, Gefahrenstufe heißt es.
Mhm. Herausforderungsstufe. Von drei. Von drei. Und dann ziehen wir noch eine Herausforderungskarte. Wir ziehen noch eine dazu, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dazu. Ist, genau. Ist der Chat damit einverstanden? Chat, schreibt doch mal einen. Chat rotiert. Schreibt doch mal, ob ihr wollt, dass wir eine Herausforderung ziehen, ja oder nein, oder ob wir es einfach so versuchen. Macht nur, sagt Anax. Macht nur. Unsere Herausforderung lautet: schlechte Luft. Sorry, tut mir leid. Ist ja euer Untergang. Recht. Ja? Die heilsame Luft, die in fast ganz Aventurien weht, ist an diesem Ort leider nicht so ausgeprägt und es bleiben bei Verletzungen schlimmere Narben zurück. Wir beginnen den ersten Kampf mit 5 Lebenspunkten weniger. Also, ich glaube, es gibt nur einen Kampf in dem Abenteuer. Also, das heißt, dann können wir uns jetzt einmal schon 5 abziehen, oder? Können wir machen, ja. Das können wir machen. Das können wir machen. Dann machen wir das doch. Ja, gehe ich mal hier auf 45. Ne? Das finde ich jetzt aber schon. Ja, genau. Du startest, weil du so ein Pro bist, mit 50 Lebenspunkten. Ja. Hui, okay. Vielleicht haben wir da mehr abgebissen, als wir. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir spielen jetzt einmal Sylvanas Befreiung auf Herausforderungsstufe 4 und sehen, was da auf uns zukommt. Korrekt. Wir werden gar nicht groß auf die Regeln eingehen, außer ihr habt Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Aber wir werden nicht groß erklären, sondern einfach direkt losspielen. Wir gehen, ne? Also, aber wenn ihr was haben solltet, einfach in den Chat. Du kennst die Regeln ja auch. Klötzen. Perfekt, ja, perfekt. Ne? Perfekt, hervorragend. So, Havena im Jahre 993 nach Bosperans Fall. Euer Freund Alrik hat euch in ein heruntergekommenes Viertel der Stadt gerufen, weil er dringend eure Hilfe benötigt. Die schöne Sylvana wurde von heimtückischen Piraten entführt und die Spuren der Entführer enden an einer Leiter in eine unterirdische Kelleranlage. Alrik weiß nicht, wie viele Schurken sich dort versteckt halten oder ob noch weitere Gefangene dort auf euch lauern. Gespannt schaut ihr ihn an. Wir sollen eine Schicksalskarte ziehen. Mhm. Ne, hier. Chris, du bist unsere Weltuntergangsfee heute. Nein. Ja! Großes Unglück! Nice! Ich wurde beschworen. Aber gut, jetzt ist sie zumindest schon mal raus, oder? Ja, die kommt aber wieder rein jetzt, denn es sind ja nur noch 3 Karten drin, also kommt eine von jeder Sorte gleich wieder dazu. Na gut, aber dann ist das Verhältnis da anders. Alrik fällt plötzlich ein, dass er eine dringende Angelegenheit zu erledigen hat und verabschiedet sich eilig. So ein Feigling. Anscheinend überspringen wir jetzt einen potenziell hilfreichen Abschnitt für uns. Na toll. Alrik kann nicht mehr. Schade. Es gibt nur einen einzigen Zugang zum Versteck der Piraten, die Leiter hinab und zu einer geschlossenen Kellertür. Ob ihr umsichtig genug seid, euch beim Hinunterklettern leise anzustellen, müsst ihr nun unter Beweis stellen. Jeder Held legt eine Probe auf Heimlichkeit ab. Machen wir das alle? Ich fürchte, das müssen wir alle machen. Okay, ja. Das geht ja. Ich als Zwerg bin voll heimlich. Und deswegen probiere ich das. Ich hab's geschafft. Das kann man leider ein bisschen schlecht nice. Erkennen, aber ich habe einen Heimlichkeitswert von 8 und habe eine 8 gewürfelt. Ja, ich hab's nicht geschafft. Gar nichts erkennen. Ich bin der Einzige, der es nicht geschafft hat. Du hast es auch bitte, geschafft. Ja, ich hab eine 7. So, plötzlich wird dir klar, dass hinter der ersten Tür schon die erste Gefahr lauern könnte und du versuchst, während des Kletterns möglichst wenig Geräusche zu verursachen. Das gilt für euch beide. Für mich, du hast den Ernst der Lage noch gar nicht richtig erfasst und unterhältst dich lautstark über mögliche Vorgehensweisen. Lege einen Abenteuermarker auf die Ressourcenkarte Lärm. Sehr schön. Die liegen uns soll ich sie raussuchen? Okay. Ich glaube, die ist schon hier irgendwo. Mensch, Miridan. Was soll denn genau. Das jetzt schon wieder? Naja, Mariakos sagt, Gepäck abwerfen! Hätte ich gekonnt, ja, wollte ich aber nicht. Doch nicht für sowas. Vielleicht können wir auch Gepäck abwerfen. Das ist aber halt typisch Zauberin, ja. Man nennt mich nicht umsonst Mirhibam, ja? Ja. Also leise ist nicht so mein Stil. Du beschwerst dich offenkundig über den Geruch, den ich verströme, ja? Dabei habe ich meine Rüstung nur poliert. Das ist halt einfach so. Mhm. Ja, mit Schweineschmalz. Kommt davon, toll. Ja. Mhm. Ja, tolle Idee mal wieder. Ja. Als ob der Zwerg nicht so auch so riechen würde. Ja, vielleicht haben wir es mit besonders geruchsfähigen Gegnern zu tun. Fähigen. Okay. Fähigen. Okay. Die Kellertür. Ich glaube, wenn wir die jetzt einrennen können, dann möchte ich den Zwerg als Rambock benutzen. Danke, Dante, für dein Abo. Oh, jo, danke schön. Nice. Die Kellertür macht einen stabilen, aber keineswegs unüberwindbaren Eindruck. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wie ihr an Sylvanas Befreiung herangehen wollt. Auf die leise Art oder auf die laute? Auf die Zwergenart. Startspielerentscheidung. Wir haben noch gar keinen Startspieler ausgewählt. Ne? Das machen wir jetzt mal. Ja, dafür, das finde ich das cool. Legst du jetzt einfach einen der Schicksalspunkte hier rein? Jawohl. Dann sieht der Chat auch gleich, wer... It's the, das it's me, the Zwerg. It's the Zwerg. Also, da ihr mir diese Entscheidung überlasst, werde ich einfach mal die Initiative übernehmen. Und wir machen es nach auf Zwergenart. Laut. Laut.
Okay, wir versuchen, die Tür aufzubrechen. Das findet meine volle Zustimmung. Mhm. Legt 4 Karten auf die Ressourcenkarte Lärm. 4 Marken. Das hat sich schon voll gelohnt. Wir sind bei 5. Anschließend legen bis zu 2 Helden gleichzeitig eine Probe auf Körperbeherrschung ab. Was habt ihr da denn? Ich glaube, ich mach das nicht. Ich glaube, ich habe 10. Macht ihr das mal. Macht ihr das mal. Geschafft. Hab eine 5 gewürfelt. Nope. Ich bin drüber. Jawoll. Möchtest du es denn... Möchtest du Gepäck abwerfen, um es noch einmal zu versuchen? Oder? Möchte ich das tun? Ja, komm, mach das doch mal. Okay. Du ziehst die 3 Karten von deinem Zugstapel, guckst dir die an. Und dann darfst du eine abwerfen, um neu zu würfeln, 2 für einen Erfolg und 3 für einen kritischen Erfolg. Tja. Die Würfel sind gut. Sag ich doch. Ja? Ja. Super. Ach komm, ich schmeiß die ab. Aber ihr könnt's, könnt ihr es ein bisschen erkennen? Na gut, ihr erkennt, dass es zumindest einstellig war, ne? Ja. I'm gonna mush it back in. Sieht man die besser? And now. Ha! Guckt! Auge! Machen wir mal hier. 50-50 Chance. Ich muss unter 10. Nein! 19! Aber sowas von nicht. Ja, okay, also nicht geschafft. Ja, gut. Ist doch gar nicht schlimm. Falls mindestens ein Held einen Erfolg oder kritischen Erfolg erzielt hat, geht es weiter. Ja, geil. Dass ich was abgeschmissen habe. Gut. Also, beim 2. Anlauf gelingt es uns schließlich, die Tür aufzustoßen. Dann gehen wir in Raum Nummer 6. Tür auf! Im 1. Raum. Hinter der Tür befindet sich ein kleiner Raum mit verputzten Wänden, aus dem 2 weitere Türen herausführen. Weltuntergangsfee, zieh uns eine Schicksalskarte, bitte. Aber sehr gerne doch. Großes Glück! Nice! Haha! Nur 100 oder 0% heute, ne? Ja. Der einzige Bewohner des Raums ist ein Goblin, der so tief schläft, dass ihn selbst der größte Lärm nicht wecken würde. Ihr habt keine Schwierigkeiten, das Wesen zu überwältigen und gefangen zu nehmen. Ja, ich bin quasi auf ihn draufgefallen an der Wallplatte. Nicht hauen, ich verrat euch! Alles, was ihr wissen wollt, ich verrat euch! Kreischt der kleine Goblin. So steht es geschrieben, so muss ich es vorlesen. Leider kann er euch nicht viel verraten. Hinter der gegenüberliegenden Tür führt ein Gang zur Wohnung der Goblins und hinter der Tür auf der linken Seite führt ein ähnlicher Gang zur Wohnung der Orks. Oh. Hinter der Wohnung der Orks schließt sich ein Gefängnistrakt an und irgendwo dorthin haben die Piraten die Menschenfrau verschleppt. Das ist alles, was der Goblin weiß. Und ihr seid euch sehr sicher, dass er euch nichts verschweigt. Ihr schlagt ihm freundlich vor, diesen Ort zu verlassen und nie wieder hierher zurückzukehren. Eilig nickend kraxelt das Wesen die Leiter hinauf und verschwindet im Nebel von Havena. Besser so. Startspielerentscheidung. Das ist jetzt dein Bier. Ja. Entscheide, ob ihr durch die gegenüberliegende Tür oder durch die Tür auf der linken Seite tiefer in die Kelle einlassen. Links waren die Orks und vorne waren die Goblins, ne? Ja. Ich meine, wir müssen ja zum Gefängnistrakt, deswegen würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal bei den Orks in die Hütte rein, oder? Ich fürchte, das ist sinnvoll. Würde ich auch sagen. Ich hätte das auch gemacht. Ja, weil ich meine, da sind noch so ein paar Goblins zu vermöbeln, einfach nur so for fun. Wäre lustig, aber können wir uns auch sparen. So bist du also drauf. Diese Elfen, immer so Blut drin. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Falschen Fuß aufgestanden heute Morgen. Ihr betretet einen großen Raum, der von einer Gruppe Orks als Wohnraum genutzt wird. Ah. Es gibt eine Feuerstelle, mehrere einfache Betten, einige Schränke und einen Tisch mit Stühlen in der Mitte des Raums. In der Ostwand befindet sich eine Tür, die tiefer in die Kelleranlage hineinführt. Falls 6 oder mehr Abenteuermarker auf der Ressourcenkarte Lärm liegen. Nein, wir waren leiser. 5! Ganz knapp. Oder mindestens eine auf der Ressourcenkarte Informationen. Nicht der Fall. Dann gäbe es jetzt mehr Feinde. Haben wir nicht. Mhm. Wieso wir den, es wird gerade gefragt, warum wir den... Informationen mehr Feinde? Das ist ja interessant. Ich bin mir nicht sicher. Es und verschiebt anschließend alle Abenteuermarken von den Ressourcenkarten Lärm und Informationen auf die Ressourcenkarte Feinde. Ah, nice. Ihr habt mehr Feinde. Es wird übrigens gefragt, warum wir den armen Goblin rausgeworfen haben. Der wohnt doch da. Ne? Jetzt nicht mehr. Hat die Miete nicht bezahlt. Ja, wir haben Eigenbedarf angemeldet. Wir suchen ja jemanden, der offenkundig entführt wurde. Und vielleicht hat er ja auch was damit zu tun. Also ist er gar kein netter Goblin gewesen. Potenziell nicht. Oder er war vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Wer weiß es. Der kennt die da alle gar nicht, ne? Ja, der war nur da. Und so, der Arme, ich bin da. Das ist nur ein Bekannter von einem Freund von der Arbeit. Der hat vielleicht sich da eingeladen. Ja, das kann auch. Ein Kellerbesetzer. Kellerbesetzer. Kellerbesetzer, ja.
Wir sollen die Scherenkarte Ork-Familie heraussuchen und in die Tischmitte legen. Oh nein. Müssen wir auch die Kinder töten? Das werde ich garantiert nicht tun. Ork-Familie. Weltuntergangsfee. Unglück. Im Raum befinden sich 3 erwachsene Orks und 3 Halbstarke. Legt 6 Bedrohungsmarker auf die Schergenkarte. Das sind die Kinder. Das war keine. Ja. Ich finde, das läuft schon mal nicht so, wie es soll. Ja. So, also ich entscheide jetzt, ob wir die Orks sofort angreifen oder erst einmal mit ihnen reden. Ja, deine Entscheidung. Sehen die denn bösartig aus? Ich meine, wenn die, solange die reden können. Ich finde, wir reden mit denen, oder? Ich bin so ein Speaker-Charakter, ich rede mit denen. Ich meine, angreifen können wir die eh immer noch, oder? Halt mich zurück! Im Zweifel. Ich weiß es nicht. Ja, red mal mit denen. Unterhaltung! Als ihr euch den Orks nähert, bemerkt ihr einen runzligen, blauhäutigen Kobold in einem leuchtend gelben Lendenschurz, der auf die Orks einredet und dabei immer wieder in eure Richtung deutet. Jeder Held legt eine Probe auf Wissen ab. Mhm. Das kann ich tatsächlich. Oh. Nee, das sagt mir gar nichts. Ja, nice. Nee. Möchtest du Gepäck abwerfen, um mehr zu wissen? Nee. So, wir beide sprechen einige Brocken Orkisch und können einigermaßen verstehen, was der Kobold sagt. Hey, Dvarix. Du weißt, dass der Kobold Orkisch spricht und hast nicht die geringste Ahnung, was er sagt. Der hat ihn bestimmt aufgestachelt. Aber es klingt nicht nett. Sag ich doch. Oh. Aufgestachelt hat er die. Falls mindestens ein Held einen Erfolg hat, ist der Fall, können wir mit ihm verhandeln. Mhm, nice. Dvarix, guck mal. Oh ja, oh ja. Guck mal, Dvarix. Jetzt ist hier Miri Verhandlung und nicht Miri Bam. Nee, ich bin jetzt nicht mehr Startspieler, das muss jetzt der Chris. Ja, okay. Der Zwerg, der kein Orke spricht, verhandelt mit den Orks. Voll die gute Idee. Geil. Ihr hört, wie der Kobold den Orks sagt, dass ihr im Namen von Kaiser Hal hier seid, um alle Orks zu töten und aus Arvena zu vertreiben. Der lügt? Was? Der lügt? Was sind das für ein Wahnsinn? Scam? Lügner! Wer ist überhaupt Kaiser Hal? Zum Glück seid auch ihr. Stimmt, es ist gar nicht Rohaya, die uns auszeichnet. Egal! Zum Glück seid auch ihr des Orkischen mächtig und könnt euch gegen diese haltlosen Anschuldigungen verteidigen. Ein beliebiger Held legt eine Probe auf Überzeugen ab. Überzeugen? Ja, nee. Also ich würde nur mit einem Argument überzeugen, aber das mit meiner Streitaxt, das würdet ihr vielleicht übernehmen. Kopf, oder? Aber nein. Eher so kopfnussmäßig. Komm, ich überzeug die mal. Ich glaube, da bist du am besten geeignet. Genau, siehst du, Tvarix sagst, das beste Mittel, um mit einem Ork zu verhandeln, ist ein Felsspalter. Hat er recht, hat er recht. Hast du schon das hier gesehen, Dvarix? Die Verhandlungen haben jedenfalls gefruchtet. Wir haben einen Erfolg. Es gelingt dir, die zornigen Orks zu besänftigen und die Anschuldigungen des Kobolds zurückzuweisen. Als er merkt, dass er die Orks nicht gegen euch aufwiegeln kann, macht sich der Kobold rasch unsichtbar und stiehlt sich von dannen. Es gelingt dir schließlich, die Orks davon zu überzeugen, dass ihr nicht wegen ihnen hier seid und sie lassen euch in den nächsten Raum passieren. Wir dürfen die Schergenkarte wieder ablegen. Aber was genau tun die denn? Was hast du denen jetzt erzählt, dass sie einfach abhauen? Die wohnen da, aber die wissen nichts von der gefangen genommenen Frau. Da hätten wir dir ja völlig zu Unrecht. Die wissen das bestimmt, aber die sind auch nur Opfer hier. Ja, okay. Deswegen überlasse ich dir das Reden. Ich bin nur Angestellter hier. Ich habe hier gar nichts zu tun. Ich putze hier. Sehr gut. Wir gehen weiter zu Nummer 24. Servus, Gernot. Nein. Also für Regelfragen könnt ihr wirklich in den Chat einfach reinschreiben. Gernot beantwortet sie euch gerne ohne wir. Nice. Und wenn wir es falsch machen, dann. Das ist das offizielle Aventuria-Wiki. Nicht für euch. Quasi, ja. Ein bisschen, ja. Wir betreten einen Gang, an dessen linker Wand 4 Zellentüren mit vergitterten Fenstern aufgereiht sind. Am Ende des Ganges führt eine weitere Tür tiefer in die Kelleranlage hinein. Startspielerentscheidung. Entscheide, ob ihr die Zellen einer genauen Untersuchung unterzieht oder direkt weitergeht. Ja, da gucken wir doch mal direkt rein, was da noch ist. Ja, hallo? So, da soll die sein. Gucken wir uns die an. Dann bekommen wir einen Punkt verstrichene Zeit. Ja, ich bin dafür. Wir gucken, ob dort noch was zu finden ist. Dann, Weltuntergangsfee. Ja. Zieh eine Schicksalskarte für uns. Glück! Nice. Das ist schön. Gucken wir mal, wie viel wir drin haben. 4. Also noch nicht auffüllen. Noch nicht auffüllen. Wir hätten jetzt alles einmal gezogen, ne? Das ist fair. Ja, ist fair. Das, ja.
In einer Zelle findet ihr beim zerfallenen Skelett eines unglückseligen Ex-Insassen einen wertvollen Gegenstand. Zieht eine Belohnungskarte vom Belohnungskartenstapel und gebt sie einem Helden eurer Wahl. Anschließend setzt ihr den Weg durch die Tür fort. Nice. Ich glaube, das sind sie. Ja. Du musst schon, du darfst dir keine Auswahl. Ja, ich wollte nur gucken, ob, ob da noch was drin ist. Das heißt, wer zieht jetzt? Macht das wieder die Weltuntergangsfee? Du es. Ja, mach das doch ruhig. Ich muss den. Es ging darum, Next Quest, also Inge ist auf den auf die Aussage, dass Gernot die Fragen beantwortet, eingegangen und hat gesagt, jetzt ist es weg. Er beantwortet sie Gernot. David, komm, das weißt du doch zu würdigen. Ach, so ein Stream ist das also. Das hat man mir vorher nicht gesagt. Nice. So. Eine Belohnung für uns, jawohl. Eine Fledermaus. Ja, das ist eine Fernkampfwaffe. Da würde ich doch einmal sagen, die nehme ich doch hier, unsere Elfe bekommt. Ja, aber die Elfe hat ja bessere Fernkampfwaffen. Ich habe ja schon Fernkampfwaffen. Ja, oder ich kann die auch nehmen. Also ich habe auch Fernkampfwaffen, das weiß ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Arbor ist. Ich habe auch gute Fernkampfwaffen. Also ich habe halt eine Fernkampf auf 1W6 habe ich schon. Also insofern was macht die denn? Die macht 1W6 Schaden, aber... Verliert ein Gegner durch diesen Angriff Lebenspunkte, sollte er in seinem nächsten Zug minus 1. Minus eine Aktion. Minus eine Aktion. Das ist ziemlich richtig gut, ja. Boah. Und deswegen würde ich es dir schon der Elfe geben, damit die auch trifft. Aber die macht halt wenig Schaden damit. Das ist doch egal, aber wir können den Gegner rausnehmen. Das ist doch viel besser. Ich nehme sie gerne, wenn ihr keine andere Verbindung dafür habt. Ich erhebe keinen Anspruch darauf. Hier, der Chat aber sagt Zwerg-Ausrufezeichen, aber ich würde sie... Wenn der Chat das sagt... Ja, dann geben wir es Ich meine, Zwerg, Fledermaus ist halt auch eine Zwergenwaffe. Ja, dann her damit. Meint, ne? Also. Das sind so Bodas, ne? Oder was? Mm, genau. Nice. Und dann der Paladin so... Und David bestimmt gleich, aber für Wortwürze wurde auch ich eingestellt. Der hat da nicht das Alleinrecht drauf. Ja, also, ihr müsst es mal erleben, wenn der Lager Thomas, Steff und David an einem Fleck sind und einer anfängt. Das ist hart. Das ist wie so ein Perpetuum mobile. Das schubst du einmal an, es hört nie wieder auf. Unendliche Energie. Ja. Genau. Perpetuum mobile der Wortwitze. Nur rausfinden, wie wir daraus Strom gewinnen können. Wir betreten einen großen Wohnraum, der sich durch ein großes Wandgemälde an der gegenüberliegenden Wand und mehrere Flaschen rum. Ach Gott, der und Gernot halt schon wieder. Gefüllte Becher auf dem Tisch in der Mitte auszeichnen. Deswegen suchen wir Silvana, das ist ein Alkoholkeller. So sieht's aus. Silvana ist, auch noch? Hat er ja recht, der Gernot. Spielen wir mit oder ohne Legendenregeln? Tut mir leid. Darfst weitermachen. Ach so, sie kommen nicht zu uns, sondern sie kommen auf den Belohnungsstapel. Ja, ist richtig. Nevermind. Er hat recht. In diesem Raum haben sich vor kurzem noch Leute aufgehalten und rumgetrunken. Vermutlich Piraten. Klar, weil ist ja rum. Und hinter dem Gemälde hört ihr leise Geräusche. Ihr seht keine weiteren Türen, deshalb vermutet ihr, dass irgendwo in dem Gemälde eine Geheimtür versteckt ist. Ein Held legt eine Probe auf Wissen ab. Please, do it. Do it. Just do it. Du kennst dich doch da aus. Ich kenne mich tatsächlich knapp aus. Boah. Oh ja. Hat er eine 13 gewürfelt. Hat aber einen Wert von 14. Ja. Nach einigem Suchen findest du den Mechanismus, mit dem sich Geheimtür öffnen lässt. Ohne dass sich die Schurken vorbereiten können, stürzt ihr euch in den Kampf. Kampf! Angriff! Kriegen wir jetzt Überraschungsbonus? Ich glaube nein. Kobold-Anführer. In den Reihen eurer Feinde könnt ihr den Kobold ausmachen, der mit einem meckernden Lachen in eure Richtung deutet und euch mit seinen Zaubersprüchen das Leben schwer macht. Ui. Das ist frech. Warum er so bösartig ist, vermögt ihr nicht zu sagen. Ihr wisst nur, dass er von mächtiger Kobold-Magie geschützt wird, die jeden eurer Angriffe gegen ihn harmlos verpuffen lässt, solange ihr nicht seinen Namen herausgefunden habt. Um dies zu erreichen, könnt ihr entweder euer Wissen magischer Wesen hervorkramen und wild darauf losraten, oder ihr fordert den Kobold zu einem Gesangsduell heraus. Oder aber ihr versucht ihn zu bezirzen und Honig ums Maul zu schmieren und so vielleicht ihn dazu zu bekommen, seinen Namen freiwillig herauszurücken. Naja. Schön blöd wäre. In der Zwischenzeit werden euch die anderen Schurken natürlich ebenfalls keine Ruhe lassen. So, wir brauchen die Zeitskala für schwer. Die habe ich. Das ist eine Menge. Wie viel kriegen wir? 7. 7. 7 Runden haben wir Zeit. Für den ganzen Spaß. Gab es noch bei dem Handicap noch einen Malus irgendwie, außer dass wir mit weniger Leben starten? Nein, das war das Einzige. 3, 4, 5.
5, 6, 7. Dann gibt es hier die Heldenaktion Namen erraten. Genau. Wir haben zuerst mal den Anführer, der Kobold. Den hast du schon hingelegt. Ja. Der wie Kobold. Heißen seinen blauen Lendenschürz. Den Scherenstapel haben wir bereits vorbereitet. Und wir haben Heldenanzahl mal 3 plus Anzahl Feinde auf der Ressourcenkarte verstrichene Zeit. Also plus 1. Keine Feinde. Was mit den Feinden denn 5? Die kommen gleich. Okay. Servus, Holbin. Das heißt, wir haben einen Wert von, rechne mal. 10? Ja. Wow. Nur 10? Nur 10. Du bist doch fast nichts. Ja, es kommt ja noch mehr. Ein orkischer Bogenschütze. Ich dachte, die haben wir alle nach Hause geschickt. Und Basil der Rote. Das war's von 10. Gut. Falls die Sternkarte Ork-Familie in der Tischmitte liegt. Nein. Tut sie nicht. Falls Marker auf der Ressourcenkarte Feinde liegen. Ja. Bildet ihr nun zusätzlich einen Zugstapel aus Schergen eurer Wahl mit dem Schlagwort Goblin, haben wir auch schon gemacht. Und dann kommen noch 5 Punkte Goblin dazu. What? 5 Goblins kommen jetzt rein? 5 Punkte Goblin, 5 Punkte. Bedrohungspunkte, hier. Lol. Oh Gott. Wie viele haben die denn an Bedrohungspunkten? Haben wir noch andere Goblins? Für einen Gefahrenwert in Höhe von 5. Ja, okay, na dann. Oh. Oi, das sind viele Goblins. Oi, ja. Wir haben uns zu früh gefreut. Ja, die können ja nichts. Das stimmt. Ja, aber 5 Lebenspunkte. Nicht so schön. Das hat einen Punkt, ja. Die laufen auch von selbst weg, wie es aussieht. So, Heldenaktion, Namen erraten haben wir ebenfalls irgendwo. Ich glaube, die haben wir hier. Nee. Ja, da ist die Name. So, genau. Namen erraten. Einmal pro Runde kannst du eine Ausdauer abgeben. Machst eine Probe auf Handwerk, Wissen oder Überzeugen. Wenn ich Handwerk mache, singe ich, gell? Oder was war das? Handwerken und singen. Genau. Ja, super. Ein bisschen überzeugen, okay. Und wir müssen insgesamt 9-mal eine Probe schaffen. Wer hätte denn da gemischt? Wegen den Goblins, meinst du? Es sind nur die Goblins, ich habe keine anderen Goblins. Ach. Wir müssen 9-mal eine Probe schaffen. 9-mal? Okay. Das ist ja schon ein bisschen was. Gernot, aber wir das, müssen dazu sagen, wir spielen heute mit dem Spiel vom Johannes und da sind nicht mehr Goblins dabei. Ich habe das Bare Minimum bisher. Ich habe die Grundbox, die Legendenbox und die Abenteuer, die Mythenbox. Gemischt. Wir steigern uns im Laufe der Zeit. Ihr werdet schon sehen. Es wird total, total toll. Schande, sagt er. Ah, das kommt noch. Falls wir Ressourcen auf der Karte Mitstreiter hätten, ist nicht aber der nicht. Fall. Nee. Der Alrich ist ja abgehauen. Schande, Schande. Der hat sich ja den Job gemacht, der Kollege. Der hätte uns geholfen, den Namen zu erraten. Keine Randale im Chat. Okay. Gernot. Dann könnte noch Niederlage hier und sowas. Gut, ich glaube, wir machen jetzt einen Kampf. Mhm. Ja. Das ist ein Problem. Wer ist denn der aktuelle Startspieler? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Chris war als letztes, oder? Dann ja, dann bin ich. Dann ist der David, nämlich genau. Ja. Na, du, ich glaube auch genau. Der David. So, wir haben keine Plusmarken drauf liegen, das heißt, wir ziehen 5. Ein Jammer. Und dann darf Gernot hinter dem Auge GT-Star für Schergen würfeln. Hm. Aventuria braucht dringend mehr Zwerge. Quarix, bin ich deiner Meinung? Genau, Johannes, bestell mal bei Ulysses die anderen Boxen. Die verlegen das beste Kartenspiel der Welt. Das tun sie. Oh, richtig gut. Oh, sehr gut. Das ist schwer, aber... Ich möchte gerne 3 neue Karten. Das will ich auch. Ich habe mir nämlich jetzt voll die Taktik überlegt. Ich werde die 3 Karten zurücklegen, denn ich brauche erstmal Karten, die ich überhaupt spielen kann am Anfang. Und habe mir überlegt, die 2 zu behalten. So. Das ist doch nix. Ich habe nur nicht dauerhafte Karten. Dann seht ihr, ich habe jetzt... Genau. Na gut, jetzt hast du halt keine Probleme, Ausdauer bereit zu machen. Das ist leider korrekt. Ja, du ziehst ja auch gleich zu Beginn nochmal 2 Karten. Und ich habe mir sagen lassen, es ist eine ziemlich valide Taktik, seine Spezialfähigkeit bei der Magierin direkt einzusetzen. Ja. Und dann hast du noch viel bessere. Dann habe ich ganz viele Karten und bin total im Bar. Lieber David. Okay, dann ziehe ich mal noch 2 Karten. Das heißt, wir haben 7 drauf, da haben wir 8 drauf, 9 drauf liegen. 1 müssen wir machen pro Runde, können wir genau. Und 7. Ah, okay. So ein Geode wäre schon nice, ne? Sehe ich genauso. Also ich lege erstmal 2 Karten hier in die Ausdauer.
Dann würde ich mal einmal den Frigifaxius spielen. Kostet der dich denn was? Nix, ne. Das ist natürlich richtig gratis. Richtig gut. Richtig gut. Gratis ist der. Und dann würde ich noch eine Ausdauer zahlen. Oder erschöpfen ist, glaube ich, das Fachwort, rede ich. Und Auskundschaften spielen. Was macht das? Das kann ich, da kann ich eine Ausdauer zahlen, das erschöpfen und dann darf ich eine Karte ziehen. Das ist gut. Du hast quasi das jetzt deinen Card-Draw. Ja, Handkarten. Und Magieangriff auch schon mal an den Start. Und dann würde ich wohl... Wobei, macht es mehr Sinn, jetzt einen Angriff zu fahren oder hier Heldenaktionen? Also wir können nur gewinnen, wenn wir den Kobold besiegen. Und das können heißt, wir nur machen, wenn wir den Namen erraten haben. Das heißt, das müssen wir schon häufig genug machen. Ja, ne? Ich würde auch jede Runde auf jeden Fall eine Probe darauf ablegen. Dann gebe ich mal noch die letzte Ausdauer aus und mache dann eine Probe auf. Überzeugen ging auch, ne? Ja, überzeugen geht. Ja. Anax schreibt seine Wünsche für Aventurier wären. Nice, ich habe 10. Einen Swafnir geweihten, einen Zwergengeoden oder einen DSK-Charakter. Ein Swafnir-Reiter, auch nice. Ja. Geoden, auch. Wenn der Christian da ist, kann er ja schön Notizen machen. Ja. Andernfalls schreib's ihm. Ja, das ist ein namenloser Kobold. Was hat er denn geopfert, um den Namenlosen zu holen? Seine Freundlichkeit. Seinen Namen. Seine Herzensgüte, die er auch gar nicht hatte. Ja, genau. Ich nicht den gelben bin mir fast sicher, was ich noch auslegen möchte. Das ist zu gut, das möchte ich. Okay. Das möchte ich nicht, die kommen dahin. Mhm. So, ich habe 2 Ausdauer. Mhm. Spiele die astrale Meditation. Wie kann es auch anders sein? Ja. Bekomme dafür 2 Ausdauer extra und verliere ein Leben. Punkt. Ich ziehe mir auch direkt 2 Karten. Was soll der Quatsch? Ja. Was soll der Geiz? Oh, es wird immer besser. Für 3 Ausdauer spiele ich den Zorn der Elemente aus. Ja. Und rate mit Wissen den Namen des Kobolds. Ja. Das ist eine 18. Das ist zu viel. Das schaffst du. Das passt. Das wird so nicht. Das ist halt nichts. Das wird nicht, so nichts. Das passt nicht. Das passt nicht. Dann bist du fertig, ne? Dann bin ich fertig. Ja. Ja, dann ziehe ich 2 Handkarten. Hast du dir jetzt gerade noch temporäre Ausdauer quasi gegönnt für das Ding? Ja. Nice. Ja. Nice. Ja. Oh, die sind cool. So gut, die Karten. Das hört sich an, als wäre es nicht gut. Doch, das ist wirklich so. Ja? Okay. Wirklich gut. Dann würde ich für eine Ausdauer eine Probe auf Handwerk machen. Oh, der Zwerg singt. Gold, 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 Gold. Geschafft. Sehr schöner Song. Und dann werde ich mit meinem Messer mal einen dieser Goblins verhauen. Ich treffe auf die 14. Ne? Beim Grundangriff. Das war jetzt... Ich würfel nochmal neu. Nichts. Ne, nicht getroffen. Und da ich nicht getroffen habe, bekomme ich einen Schicksalspunkt. Ich würde sagen, die legen wir mal hier hin, oder? Gibst du mir einen für deinen Zufallsgedöns? Die sind so schön. Die sind schon ziemlich cool. Okay, dann sind die Gegner dran. Und damit wir auch sehen, was da abgeht, nehmen wir hier die Aventurierwürfel. Unangenehm. So. Ich fürchte, der Kobold darf 3-mal. Der Kobold darf 3-mal. Eine 4. Der Held mit den meisten Handkarten legt eine zufällige Karte ab. Also ich habe noch 5. Ah! Dann mal Zufall zwischen uns beiden. Der Zufall entscheidet. Sag irgendwann Stopp, David. Stopp! Ich! Ja. Verdammt! Gut gewählt. Ziel! Dann habe ich eine 12. Du hast meinen Djinnenruf weggenommen. Das ist gemein. Der Kobold heilt seine Gefährten alle um 5 Lebenspunkte. Das ist keine. Und dann noch eine 18. Er lacht hämisch. Okay. Hast du eigentlich einen erwischt, Chris? Nein. Nee, okay. Nein, ich habe daneben gehauen. So. Bitte. Der Ohrwurm. Ungefähr so. 11. Ungefähr wie dieser Würfelwurf. Der Startspieler erhält 1W6 plus 2. Das heißt... 3 plus 2 sind 5. Versuche doch mal auszuweichen. Ah ja, stimmt. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich kann mal hier würfeln. Ich habe einen Ausweichenwert von 6. Nein! Nein, nicht. Dann kriegst du 5 Schaden. It's the 5 damage. Ja. Dann, er hat auch nur einen Angriff. Dann kommt Basil, der Rote, dran. 16. Er brüllt einen Pirat. Zum Klabautermann. Warum auch immer.
Ist das deine erste Feige Goblin? Der 10. Er schaut sich ängstlich nach einem Fluchtweg um. Bitte? Alter. 6. Der Startspieler erhält einen W6 plus einen Trefferpunkt. 3 Schaden kriegst du von dem feigen Goblin. Du darfst ausweichen. Ich darf ausweichen. Eine 6 wieder. Nein! Ja. Dann kommt der dritte Goblin. 18. Der flieht. Dann kommt der vierte Goblin. 2. Oh, und er greift noch einmal die Elfe an. Oh nein. Sind noch 3 Punkte? Ich will doch gar nicht. Sei denn, du schaffst es auch. Where's my not so lucky Würfel? Nein! Und der letzte feige Goblin? 7. Der sucht noch einen Fluchtweg. Auch so. 3 Schaden hat er gemacht. Ja, 3. Dann war das die erste Runde. Wir entfernen eine Marke von der Zeitskala. Gar nicht mal so. Und dann ziehen wir einen weiteren Schergen vom Stapel, legen ihn rechts an die Gegnerreihe an. Jetzt schon? Wow. Ja. Okay. Puh. Ein orkischer Wegelagerer. Der hat auch mal direkt einen Gefahrenwert von 5. Ich dachte, wir hätten den Orks gesagt, sie. Wir haben mit ihm geredet. Wir spielen ja auch auf schwer. So, dann ist jetzt der Startspieler der liebe Johannes. Dann ziehe ich erstmal. Und da gucken wir, was draus wird. Okay, das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Ich möchte gerne 2 Karten auslegen. Die da. Und. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die da. Nicht der Bart? Was ist mit Bart? Das ist doch hier der Gimli-Spruch. Irgendwie macht es mehr Spaß, anderen zuzuschauen, wie sie aufs Fressbrett bekommen, als einem selbst. Das ist total nett. Ja, das kann ich irgendwie unterschreiben. Also. Wobei, ich krieg auch gerne selber auf die Fresse. Ist schon auch ganz nett. Also. Ich rüste zunächst einmal ein Konventsgewand aus. Ich würde das Mitfiebern nennen, aber okay. Dann möchte ich eine Probe machen auf Wissen, um den Namen zu erraten. Mhm. Das ist eine 3, es hat geklappt. Sehr bald schön. Haben wir es. Noch 6. Noch 6. Und ich möchte mit meinem Zorn Elemente angreifen. Und zwar. Die Goblins finde ich so, nee, das ist nee. Mhm. Wir nehmen den orkischen Bogenschützen ganz vorne. Ich treffe auf der 14. Das ist ein Treffer. Ja. Sehr gut. 1 wie 6 plus 3. Hier ist mein Schadenswurf. Das sind leider nur 5. 4 kommen. Nee, er hat keine Rüstung. Doch, er hat noch Rüstung. Er hat eine Rüstung. Ja, 4 kommen davon durch. Das ist doch nicht. Dann hat er noch 12 Lebenspunkte. Jawohl. Nee, 4. Dann hat er noch 11. Es waren 4 Schadenspunkte, also hat er noch 11. Ja. Gut. Gut. Den Rest verteile ich auch mal. Ihr dürft, ich bin durch. Dann mache ich meine Ausdauer wieder breit. Ziehe ich 2 Karten. Oh. Das legen wir. Und oh, weg damit. Das legen wir weg. Dann. Vier. Ah, okay. Dann werde ich. Das ist aber so gemein. Ich habe das Gefühl, der Chris ist etwas unzufrieden mit seiner Situation. Nein, ich habe eine Idee. Mhm. Folgendes. Ich werde 1 ausgeben und spiele den Kraftakt. Das gibt mir plus 3 für diesen Zug und ich verliere einen Lebenspunkt. Das heißt, ich habe jetzt 6 Ausdauer zur Verfügung. Dann werde ich von den 3 und weitere 2 ausgeben, um die Orknase auszurüsten. Aha. Durch noch eine Ausdauer. Hast du die dann, von einem von denen genommen? Ja. Nice. Dann nutze ich und greife direkt an. Und zwar auch den Bogenschützen. Mit der Orknase. Und ich würde nicht treffen. Und dann setze ich den Schicksalspunkt ja. ein, um nochmal zu würfeln. Natürlich. Nice. Nein. Das war's. Okay. Nicht getroffen. Ingerim ist dir nicht gewogen. Ja, Ingerim ist mir nicht gewogen, mit der Orknase den Ork zu hauen. So aß aber auch. Schade. Sehr schade. Ja. Ja. Aber gleich. Ja, mal schauen. Hoffentlich. Ich wollte eigentlich den Schicksalspunkt für Ausdauer ausgeben, um die Fähigkeit nochmal einzusetzen. Ah, okay. Naja, gut. Das war nicht sollen sein. Du hattest auch keinen Schicksalspunkt, ne? Nein. So, lieber David, was machst du denn? Ich. Machst du es auf jeden Fall besser als ich jetzt. Eine Karte weg für Ausdauer und dann. Noch eine auf jeden Fall. Boah, noch eine. Die Frage ist, welche? Mit deinem tobrischen Söldner auf Stufe 7 bist du. Ja, da glaube ich dir, dass du da nicht so viel Haue kriegen würdest. Und dann würde ich einmal einen Langdolch spielen. Und
Was hast du denn schon so verbessert bei dem tobrischen Söldner, Anax? Sorry. Alles gut. Ich würde versuchen, den Goblin einmal zu überzeugen. Ja. Ob er denn nicht einfach nett zu uns ist und uns seinen Namen verrät. Das hat leider nicht geklappt. Nein. Weil ich ihm nicht genug Honig ums Maul geschmiert. Ein Jammer. Und dann würde ich wohl einen Fernangriff machen. Mhm. Gegen... Nehmen wir halt den Bogenschützen, auf den haben wir uns jetzt geeinigt quasi. Auf den haben wir uns eingeschossen. Ja, eingeschossen. Okay. Deswegen hätte ich vielleicht den Bogenschützen. 12. 20! Patzer! Okay. Also. Das war gut, oder? Nein. Du bekommst einen Schicksalspunkt. Das stimmt. Du musst eine Karte ablegen. Ich muss eine Karte ablegen. Nein, zufällig. Ach so, okay. Also, Johannes würde ich sagen, zieht jetzt einfach bei dir eine. Was hast du? Die ist weg. Ja. Oh, das war... Okay. Was hast du denn weggelegt? Die Magiekunde! Nein! Magiekunde, ja. Die Magiekunde. Das darf auf Magie. Darf, Sarkasmus sagt nur, nice. Ich weiß jetzt. Genau, echte Zwerge kann man nicht würfen. So. Tja, das war keine so glorreiche Runde. Nee, dann sind die Gegner schon wieder dran. Ja, hallo? Unser lieber Herr Namenlos darf dreimal. Was, das ist der Namenlose? 11. Offensichtlich, er hat ja keinen. Oha. Er heilt alle Mitspieler, Mitstreiter um 5. Das hat sich total gelohnt. Geil. Ja, deswegen macht das Sinn, wirklich hier die immer... Kleinen. Ja, du hast recht. Ja, die brauchen wir auf jeden Basil. Fall. Basil. Ah, nee, stopp. 19, nichts. Er lacht hämisch. Und 7. Oh, der Held mit den meisten Schicksalspunkten muss eine seiner ausgespielten Waffen zurück auf die Hand nehmen oder verliert 2W6 Lebenspunkte. Das bist du. Weil ich einen habe? Ja. Nimm sie auf die Hand oder du kriegst 2W6 direkte Schadenspunkte. Das ist das geht nur der hier. Stopp, ne? Ich auch. Du hast keinen Schicksalspunkt. Ah, stimmt, Schicksalspunkte. Okay. Wundervoll. Ich hab ihn gezückt und direkt wieder eingesteckt. Dann haben wir den. Dann kommt jetzt der orkische Bogenschütze dran. 20. Patzer. Er würde fliehen, nice. Aber er kann nicht, weil er hat noch einen Anführer. Genau. Dann Basil. 5. Ein zufälliger Held erhält 1W6 plus 3. Das ist nicht so schön. Mhm. Sag doch mal. 8 würde der kriegen. Das ist viel. Ich. Danke sehr. Versuch doch mal auszuweichen. Ich würde sehr gerne auszuweichen. Aber wieso bin ich schuld? Auf die 5. Ist mir nicht gelungen. Hm. 8 Punkte Schaden. Aber dafür bekomme ich eine Karte. Weil ich wegen dem Konvergenzgewand, genau. Genau. Ja, der Basil zimmert halt schon ordentlich rein. Goblin Nummer 1. 5. Der Startspieler, schon wieder ich, bekommt 1W6 plus 1. 6. Oh, du bist echt, du kannst... die Hälfte. Ha! Nur 3. Nice. Und das ist kriegst du wieder eine Karte? Ja. Der zweite Goblin, doch, genau. 12. Nichts. Der dritte Goblin. 14. Nichts. Der vierte Goblin. Nichts. Nichts. Der Wegelagerer. 2. Ich erhalte 1W6 plus 4. Du willst mich echt sterben sehen, oder? Ich hab doch... 4. Ich hab da gar keinen Einfluss drauf. Da kommt das Auge. Hart. So, sehr gut. Ich bin auf 14 Lebenspunkte runter. Warum, danke, Chris. Warum ist die Zauberin nochmal unser Tank gerade? Das war der Wegelagerer. War nicht ich? Unsere Weltuntergangsfee. Komm mal erstmal einen Schritt zurück. Ja, lass den Zwerg doch mal nach vorne jetzt. Okay, so. Ja gut, dann ist der Zwerg jetzt. Es taucht ein weiterer Schäger auf. Ist nicht dein Ernst? Oh, ein Teilrach-Schamane. Das klingt fies. Liegen Gegner mit dem Schlagwort Ork rechts und links von dieser Karte? Nee, aber nur einer. Werden die Ergebnisse von deren Aktionswürfen um 2 gesenkt? Der unterstützt quasi seine Gefährten. Das finde ich richtig gut. Also das gilt für den Wegelager, gilt das aber dann doch schon, ne? Ja, aber nur für den Wegelager zum Glück. Genau. Dann mache ich meine Ausdauer bereit. Ich bin Startspieler, ne? Ja. Ziehe 2 Karten. Das war jetzt echt finster, würde ich sagen. Dann lege ich das als Ausdauer ab. Und das hier. Dann habe ich 6 zur Verfügung. Dann gebe ich 1 aus und werde mal die Probe auf Handwerk machen. Blut. Ja, eine 10. Das, noch 5. Das versteht der Kobold ganz gut anscheinend. So, dann. Gold und Blut. Das sind so die Dinge, die ihn beschäftigen. Die wichtigsten Dinge. Ja. Also dann ihn und den Kobold. Ja. Gebe ich 1 aus und würde mit der Orknase
direkt auf den Schamanen gehen, glaube ich. Meinst du, wir kriegen den hin diese Runde? Ja, ich versuch's. Probier's. Fokusfeier? Nö, ich treff nicht. Dann nimm den Schicksalspunkt. Wow! Das war jetzt nicht so gut. Dann rüste ich noch für eins die Wurfdolche aus. Und für eins greife ich mit den Wurfdolchen einen der Goblins an. So, komm. Nein. Bitter. David! Okay. Schon mal hier ready. Ja, das sind schon echt. Aber ich habe einen Ass im Ärmel. Du hast einen Ass im Ärmel. Ja. Das ist gut. Ich bin jetzt Startspieler nämlich gleich. Also deswegen hoffe ich, dass ich. Benötigen wir Leben? Ich war so heim, ich beschwere mich nicht über einen. Sehr gut. Ja. Denk dran, noch Ausdauer bereit zu machen. Ja, ja. Muss nur gerade gucken, was ich dann abwerfe. Oh, jetzt wird es schon schwierig. Du kannst auch eine von deinen. Von den Ausgerüsteten, ne? Ja. Aber es macht halt keinen Sinn. Es macht echt keinen Sinn. Ja. Leg doch eins ab. Du kannst ja jederzeit eine Karte, also kannst eine Karte ziehen. Ja, ne? Ja, 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 das werde ich auch machen. Ich glaube, der lange Dolch muss dran glauben. Ja. So. Dann würde ich erstmal für zwei Ausdauer der guten Miriban ein bisschen Leben genehmigen. Dann bin ich wieder halb. Sechs Leben. Sehr gut. Wie, bist du halb irgendwas? Dann habe ich jetzt 20 Leben. Halb der Hälfte. Zauberin? Ich bin halb. Ist okay. Halb Held. Halb voll, halb. Halb geistig, halb. Halb leer. Leer. Mach weiter. Komm. Ich weiß nicht, warum das so. Viel Spaß, Warix, beim DSA-Spielen. Okay, dann würde ich einmal versuchen, den guten. Eine verlassene Zwergenmine im Finsterkamm erforschen. Mhm. Einmal den Kobold zu überzeugen. 8, ich habe 10, das klappt. Eine Überzeugung hat geglückt, also sind wir auf noch 4. Ja. Dann haben wir den Namen. Überzeugung funktioniert. Dann ziehe ich auf jeden Fall eine Karte mit meinen Auskundschaften. Oh, sagt er. Oh. Und dann. Denk dran, du kannst einen Schicksalspunkt auch spielen, um. Ach, du hattest einen Schicksalspunkt die ganze Zeit. Ich habe einen Schicksalspunkt gerade gekriegt. Ah. Letzte Runde. Ja. Einsetzen können, um meinen Orknasenwurf zu wiederholen zu lassen. Wir wollen den Schamanen loswerden, oder? Ja. Dann spiele ich doch mal zwei Ausdauer und würde einen Fernangriff und einen Frigifaxius. Erst ja. Nacheinander? Erst nacheinander, ja. Okay, dann spielen wir erstmal den Fernangriff. Mhm. Ja, also darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Also ich würde mit einem Magieangriff anfangen. Okay. Einfach, weil das dann schlechterer Wert ist und du vielleicht einen Schicksalspunkt generierst. Ah, und dann, okay. Weil es auch ein W6, richtig? Ja, I see. Ja. Das macht mega Sinn. Dann macht ihr alles. Clever. Also, wir sind auf 9 unterwegs. Nö. Kriegst du einen Schicksalspunkt. Ja. Und dann zweite Ausdauer, Fernangriff und 12. Jawohl. Nice. 1W6 Schaden auf den Tairach-Schamanen, bitte. Nice. 5. So sieht das aus. Das heißt, er verliert 4 Lebenspunkte, hat nur noch 11. Er hat noch 11. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Und dann bin ich fertig. Ach, du machst die Lebenspunktverluste und legst du drauf. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, ja, ja. Kommen wir nicht hinterher mit dem, wieder geheilt. Ja. Nee, muss man nicht rechnen, ne? Ja, ja. So, dann tue ich mal so, als ob ich was Sinnvolles tue und rüste einen Langbogen aus. Kurzbogen. Einen Kurzbogen. Mit diesem Kurzbogen möchte ich direkt auch den Tairach-Schamanen unter Beschuss nehmen. Das hat nicht funktioniert. Schade. Dann wird er diese Runde nicht sterben. Das ist wirklich bedauerlich. Hoffen wir mal, dass der Kobold nicht wieder Heilung an den Start bringt. Dann werde ich den Zorn der Elemente. Der Bruchfaktor? Nein, das werde ich nicht. Ich werde stattdessen. Ist das nicht so ein DSA-1-Ding? Den Bruchfaktor gibt es als Herausforderungskarte. Ja, okay. Gehen unsere Waffen kaputt. Na, aber das haben wir nicht. Dann möchte ich erstmal den Namen erraten. Mit Wissen. Ist mir gelungen. Ja, bald wissen wir es, dann können wir ihn weg. 3 Stück noch. So, ich bin jetzt out of Ausdauer und glaube, ich hebe mir meinen Schicksalspunkt auf. Ja. Dann ist der Gegner also dran. Quasi Oa. Oa, genau. Ja. Der Kobold. 2. Der Held mit den meisten Ausdauerkarten nimmt zufällig davon eine auf die Hand. Das ist natürlich finster.
Ne, wir sind alle gleich. Also 6. Ich bin hier die wie nennst du mich? Die Unglücksfee? Die Weltuntergangsfee. Die Weltuntergangsfee. Chris, die Weltuntergangsfee. Du! Ja, toll. Das heißt zufällig? Ja. Random. Ich nehme aber eine der... Du weißt doch eh nicht mehr, was es ist. Ich nehme eine von denen. Aber ich will die noch. So, da. Auf die Hand zurück? Ja. Ist doch gar nicht so schlimm. Oh, nice. Okay. Ja, ich habe da auch guten Kram reingelegt. Dann würfel nochmal für unseren Namenlosen. 7. Waffe erhitzen. Der Held mit den meisten Schicksalspunkten. Du. Ich habe 2. Ich habe auch 2. Ja, dann einer von uns beiden. Weltuntergangsfee. Der Zwerg. Oh Gott. Ich habe meine Wurftrolle schon wieder auf die Hand genommen. Ist okay. 15. Nichts, er lacht hämisch. So ein Namenloser. Orgischer Bogenschütze. 5. Der Startspieler erhält 1W6 plus 2. Das bist du, fürchte ich. 3. Ich versuche auszuweichen. Nein, ich kriege 3 Schaden. Zu verschmerzen. Hm. Basil, der Rote. 12. Ein Zufall, der Held erhält 1W6 plus 3. Warte einmal! Ich gebe meinen Schicksalspunkt aus und spreche einen Blitz, dich find auf ihn! Und verschlechtere sein Ergebnis um 3. Das heißt, er brüllt einen Piratenfluch. Beim Klabautermann! Der erste Goblin. 3. 1W6 plus 1 Schaden für dich. Ich meine, für dir. Ich mach den Schaden, du kannst ausweichen. Ja, die 2, die zählen jetzt. Nicht ausgewichen. Das ist nicht so schlimm. 29. Okay. Noch ein Goblin. 10. Er macht nichts. Nächster Goblin. 18. Der oh rennt. Nein! Oh, weggelaufen! Der letzte Goblin. 11. Macht nichts. Der sucht einen Fluchtweg. Ork-Wegelagerer. Der ist auch verbessert. 20. Wir haben noch einen Anführer, also passiert nichts. Oh, er wird verbessert um 2. Also bei der 18. Er brüllt einen Ork-Fluch. Es passiert nichts. Dann sag's. Eikatach! Und der Turach-Schamane? Tairach. Tairach, 16. Nichts, er führt einen Kriegstanz auf. Chris, mach das mal bitte vor. Okay, David, du bist Startspieler. Geil. Dankeschön. Geil, das musste ich immer genau. Gesehen Chris haben. Chris würfelt, da hast du recht, Anax. Ich würfel hier den Oberbullshit zusammen. Tja. Ist korrekt. Schlecht für mich, gut für die Schergen. Hm. Ich kann mich noch nicht für eine Seite entscheiden. Da Stopp. Ist dran. Zeitmarke geht weg, wir sind bei 4. Da passiert nichts. Mal zur Abwechslung. Nice. Das ist aber echt nett. Ja, wenn wir diese Runde gut dabei sind, haben wir den Namen raus, ne? Ja, dann. Das ist die normale Performance von Holwen. Schaff halt mal. Dann. Ja, hab ich doch. Hab ich doch. Ja, schaff halt mal. Arbeite doch dran. Schaff halt dann. So. Machen wir mal alles hier wieder. Bereitski. Bereit. Was machst du? Also die erste Aktion, die du auf jeden Fall mal machen kannst, ist dein Wissenstest oder Überzeugungsprobe. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe nur überlegt wegen Ausdauer. Ach so, stimmt, du hast recht. Muss ich erst machen, oder? Ja. Das ist... Komm, schmeißen wir mal eine ab. Ich habe ganz gut Schicksalspunkte, damit kann ich auch noch ein bisschen buddern. Buddern? Buddern, ein bisschen reinbuddern. okay, dann, ja gut, dann versuche ich ihn erstmal zu überzeugen. Ja, 10. Genau 10. Sehr, Top. Sehr gut. Tippitoppi. Wie war das mit Schaffmer? Ja, war gut. War das gut? Ja, ja, das war super. Wieso hat der Zwerg nicht versagen? Nice. Hä? Und ich auch. Ich habe sogar 2 Schicksalspunkte. So. Ja, aber nicht für die Fertigkeitsproben. Aber dafür treffe ich jetzt vielleicht mal was. Wenn dann überhaupt noch was steht, ja, wenn die Elfe jetzt wütet, wer weiß, was mit ihrem noch Pfeilhagel. Ja, ja. Ein okay. Hagel aus Kopfnüssen wird auf dich niedergehen. Okay, ich werde auf jeden Kennst Fall du das? Mal ja, klar. 4 ausgeben und mir ein Langschwert ausrüsten. Ja. Und dann. Hast du immer noch keinen Bogen gezogen? Das ist natürlich auch schade. Nee, ich habe eben, hatte ich eine Special, die habe ich dann weggelegt. Nicht so dicke. Dann kann ich ja eigentlich ordentlich Ausdauer ausgeben. Ja. Ich würde mal mit Schicksalspunkten. Darf ich nur einen gleichzeitig oder darf ich mehrere? Was willst du denn machen? Du musst erstmal, also willst du, was hast du vor? Ausdauer würde ich gerne damit generieren.
Du hast doch noch 4, 3. Ja, aber dann kann ich hier einen ausgeben und dann habe ich noch 2 übrig für eventuell andere Dinge, die später kommen. Ja, aber dann kannst du später auch deine Schicksalspunkte für ausgeben. Ah, okay. Ja. Ja, aber ich könnte ja jetzt eventuell noch welche generieren, oder? Wenn ja, ich jetzt Angriffe verkacke, aber es sind ja noch welche da. Du kannst auch mehr als XX. Silvana wurde schon sehr oft gerettet. Ah, das ist, stimmt, das ist ein Pool für uns alle. Ja. Okay, I see. Okay, dann gebe ich 3 Ausdauer aus und greife einmal... Genau. Wen wollen wir weghaben? Den Schamanen, ne? Der ist erst schon mal angekratzt. Ich finde, den machen wir jetzt erstmal fertig. Wir können schon Schicksalspunkte für die Fertigkeitsproben ausgeben, aber nicht bekommen, welche wir müssen. Ach, da können sie doch. Ah, okay. Ja. Ich dachte, man kann nur Angriffsproben mal würfeln. Okay, ich würde aber eine Karte würde ich auf jeden Fall noch ziehen. Dann würde ich einen Fernangriff machen. Auf den Teilwachschamanen. Auf den Schamanen, ja. Mit 12. Ui! Eine 1! Du darfst noch eine Karte. Du darfst eine Karte ziehen. Nice! Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und wie viel Schaden? 1W6, 2. Da kommt einer durch. Sehr gut. Aber. Die kann ich jetzt spielen, oder? Spiel mal nach dem Schadenswurf für den Fernkampfwurf. Wird ja. 4 erhöht. Also machen wir 4 Damage mehr quasi. Dann kann ich ja jetzt meine Schicksalspunkte dafür ausgeben. Ja, das kannst du und machen. Und die 2 Ausdauer. Also 4 Schaden mehr. Das ist schon nicht schlecht. Nice. Gut gemacht. Jetzt hat er noch 2 Lebenspunkte. Du hast ihm quasi ein Messer. Und dann habe ich ja noch eine Ausdauer, dann würde ich die nutzen, um mein Langschwert, mit meinem Langschwert anzubringen. Do it! Ja. Wie viel hat er noch? Noch 2. Noch 2? Nee, mehr, oder? Noch 2. Er hat 5. Habe ich mich verrechnet? Ich habe mich verrechnet. Hast du die nicht runtergenommen? Oder hast 9, das sind 6 Lebenspunkte hat er noch. Stimmt, er hat noch 6. Ja. Ich kann nicht rechnen, das sei damit zum Glück. Ach, das ist der Schaden, der gemacht wurde. Ja. Der Zahlenraum von 1 bis 10 verbessere ich mich gerade, weil meine Tochter in der 3. Klasse ist. Da muss ich das oft wiederholen. Das ist gut, also, dass der gut arbeitet. 7. Ich habe einen Nahkampfwert von 8. Das ist getroffen. Das ist getroffen. Dann 1W6. Dann wir mal Schaden. 2 plus 4. 6. 5 kommen durch. Er hat noch einen Punkt übrig. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Haben die eigentlich keine Ausweichwert, nur mal so? Nein, manche Schergen haben einen. Weil das Lappen ist. Dafür noch keiner. Der Kobold hat einen. Ja, 8. Mhm. Aber der interessiert uns im Moment nicht. Ja, genau. Nicht. Okay. So, Dinge passieren hier, habe ich gehört. Oh Gott. Dinge passieren? Ich könnte einfach das machen, dann ist er tot. Kannst du ihn einfach Schadenspunkte direkt machen? Ich könnte Alpgestalt auf ihn machen. Wie viele Schadenspunkte macht das denn? 1 bis 6. Ja, das ist doch gut. Ja, dann mache ich das. Das zählt es als Magieangriff? Nein, nee. Das ist eine Probe. Die ist gelungen. Dann mache ich mit einem Würfel 6 Punkte Schaden. Das ja, tot. Nice. Nice. Okay, vielleicht hätte ich das für was Sinnvolleres einsetzen können, aber was soll's. Ja, Schaman. Nein, das weiß ich ja vorher nicht. Ne? Und jetzt haben wir einen Schergen besiegt. Das heißt, du bekommst einen Schicksalspunkt. Den brauche ich möglicherweise auch. Ja. Ich möchte mich noch, hätte ich vorher machen können, genau. Eine magische Ariakos, die Elfe macht, die kann ihren Treffer erzwingen, exakt, mit der Sonderfähigkeit. Der Zwerg ist es, der seinen Schadenswurf um 5 erhöhen kann. Das ist ganz schön nützlich. Ja. Aber ich kann, glaube ich, nur. Wenn ich den mal treffen würde, würde ich vielleicht auch vernichten. Ich möchte gerne zunächst einmal einen Angriff machen mit meinem Kurzbogen. Auf den orkischen Bogenschützen. Jawohl. So. Fernkampfduell. Auf die 8. Das ist nicht gelungen. Nice. Ist mir egal. Ich bekomme noch einen weiteren Schicksalspunkt. Oder auch nicht. Ja. Dann möchte ich den Namen erraten. Mit einer Ausdauer. Mhm. Auf Wissen. Das ist die 14. 14. Ist gelungen. Ist gelungen. Nice. Oh. Gleich haben wir ihn. So, Zwerg, dann. Muss noch mal ein bisschen schön singen, dann haben wir ihn. Ganz genau das. Möchte ich noch mit einem Zorn der Elemente auf den orkischen Bogenschützen zielen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe eine 16 auf Magie. Nach Gold, Gold, Gold und Blut, Blut, Blut. Was wird der nächste Top-Hit sein? Was? Von? Was? Das ist auch gar nicht mein Würfel. So funktioniert das nicht. Ja. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Egal! Okay. All out! Do it! Geht doch. Ja. Nice. So. Das Schicksal war dir gewogen. 6. Sowas von 9 Punkte Schaden. 8 kommen an. Ja, das ist doch nett. Nice. Dann hat er noch 7 Punkte übrig. Zwerg, dein Job ist klar. Jawohl. Ich hau den Kobold um. Do the singing. Wenn du ihn ja, musst du ihn ja erstmal erraten hier. So, dann. Do the trellering.
Seid ihr denn fertig? Ich bin fertig. Dann würde ich meine Karten wieder bereit machen. Zwei ziehen. Dann mache ich zwei Ausdauer bereit. Rüste für eins die Wurfdolche aus. Dann möchte ich singen. Bier, 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 Bier wollen wir. Nö. Ich hab das für Punkt. Den Song, oder? Hat er sich irgendwo abgeguckt. Fürchte auch, fürchte auch. Ja, Bier will er nicht. Nicht mehr so innovativ. Blut, Blut. 12, ja, passt. Blutwiller? Ja. Blutwiller. Dann haben wir den Namen beraten. Ja, sehr, wir haben es geschafft. Wir dürfen. Axt, Axt, Axt wäre der nächste Superhit gewesen. Ach, The Maze. Wir dürfen den Kobold umdrehen. Karabustel! Weiß doch jeder, der Kobold. Er hat Lebenspunkte mal 3, Heldenanzahl, also 9, und er hat einen Ausweichwert von 8. Mensch, Karabustel, dass ich dich hier treffe. Er hat aber keine Rüstung. Das heißt, er hat halt 9 Lebenspunkte. Er bekommt aber auch halben Schaden, wenn er ausweicht, ne? Korrekt. Ja, okay. Auf die 8 halt, ne? Ja, vielleicht kriegst du ihn jetzt niedergemäht. Ja, dann werde ich doch mal. Axt, 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 würde ich mal sagen. Axt. Orknase in Koboldgesicht. Stimmt, die Vorbereitungsphase, alle Helden ist zeitgleich. Da hast du recht. GT ist da, ja. Ach so, okay. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich eine Ausdauerarbeit. Ich greife an mit der Orknase. Den? Auf die, ja, den oh, Krabussel. Na gut. Ich treffe. Woo! Dann 1W6 plus 5 Schaden. Das sind 9. Wenn er nicht ausweicht, war's das. Ich könnte jetzt, warte mal, auf 14 hoch. Dann bekäme er 7 davon, wenn er ausweicht. Ja, das machen wir doch mal. Soll ich ihn mal ausweichen lassen? Ja. Nee, warte, das musst du ja noch gar nicht machen, oder? Musst du es vorher ansagen? Einmal den Schadenswurf des Angriffs um 5 erhöhen. Nachsetzen. Das ist eine gute Frage, ob man das dann ansagt. Das klingt ja, so, als ob es erst nach dem Ausweichen, oder? Ich bin ganz sicher. Er ist nicht ausgewichen! Ja, der ist nice. Tot. Wir haben einen Kobold weniger. Bamsen. Einfach gewonnen-hitted. Und du bekommst einen Schicksalspunkt ja. dafür. Es geht Karabustel! Ein Kobold weniger auf dieser Welt. Nimm diese Orknase! Wir müssen alle Gegner besiegen, sonst haben wir nicht gewonnen. Ja, dann. Okay. Aber das ist doch schon deutlich einfacher jetzt, wo der weg ist. Ich würde noch mit meinem Messer auf einen dieser feigen. Nein, auf den Bogenschützen. Spaß, ne? Der hat. Hat er noch? Wie viel Leben hat der? Der hat noch ein bisschen was, ne? Jetzt noch 7. Ich werde mein Messer, also die Wurfdolche, auf einen der Goblins werfen. Ach nee, komm, auf den Ork. Was soll's? Auf den Ork. 3, ich treffe. Nicht schlecht. 4 Schaden. Kommen 3 durch. 3 durch. Ja. Sehr schick. Dann glaube ich, war's das. Dann sind die Gegner dran. Das könnte so sein, sozusagen. Dann ach ja, nur ein Drittel der. Ach, weil wir schwierig, du darfst gar nicht so viel auf einmal nein. Schaden machen. Dann kriegt er nur 3 Schaden. Ja, aber dann hast du ihn ja 2-mal angegriffen. Ah, weil das der Boss ist, oder was? Ja. Du hättest ja jetzt nochmal auf ihn gezielt. Dann hat er nur noch. Dann hat er aber noch. Aber dann hätte er ausweichen können. Weich mal aus. Er weicht aus. Es gelingt ihm nicht. Ja, sehr gut. Also er hat noch 3 Lebenspunkte. Okay, so. Das ist fair. Ihr habt ja natürlich recht. Ihr habt recht. Ihr habt natürlich recht. Ich kann dem Boss quasi nur etappenweise Schaden machen. Ja. Okay, abhängig deswegen wollen wir schwer spielen. Ah, okay. Nevermind. Dann waren wir alle dran. Fürchtig sind die Gegner dran. Nee, die Gegner sind dran. Also der Kobold ist doch nochmal dran. Bitte dann mal. Ist. Ja, vor allem der Halter jetzt um 5. Aber nicht sich selbst, glaube ich. Hoffentlich nicht. Alle seine Mitstreiter, ja, da hast du recht. Dann, wo ist denn aber die. Liegt dir denn hier die schwer? Ist das in der ersten Runde oder wo liegt denn die Schergenkarte, Legendenkarte schwer? Das ist nicht. Da unten drunter liegt die. Ah. Hier liegt sie, genau. Pro Runde können Anführer nicht mehr als ein Drittel ihre Anführungs. Ja, gut, dann müssen wir den halt. Achso, pro Runde, das heißt, ja. Die 3 kann er auch nicht kriegen. Pro Runde? Er braucht 3 Runden zum Sterben. Pro Runde? Pro Runde. Ja. Pro Runde. Ja, das ist halt schwer, ne? Ihr habt recht. Also Runde Karabustel, heißt wir alle. Ja. Der wow. Das passt jetzt total. Das ist natürlich schon mal. Was denn? Was der macht lacht der Karabustel? Okay, er lacht Alter, er lacht uns aus. 5. Verdammte Karabustel. Und dann, der Held mit den meisten Handkarten
Ich habe drei. Drei. Warum hast du immer so viele Handkarten, ey? Ich kann ziehen. Hier, auskundschaften. Das stoppt mein Elbenauge und der so. Zwerg. Weil es trifft halt immer dich auch. Nein! Ah. 18. Völlig angemessen. Nice. Der Bogenschütze. 17. Wenigstens kein Heal. Nichts. Ja. Er sucht sich ein neues Basil. Ziel. Basil. Oh, ein. Der Startspieler erhält 1W6 plus 5. Wer ist denn Startspieler? Du. Chris war eben noch Startspieler. Ach, ich bin jetzt Startspieler. Fürchte, du bist Startspieler. Ja, ich war noch Startspieler, ne? 8. Versuch mal auszuweichen. Ja, das werde ich versuchen. Stimmt, ne? Auf die 6, ne? Nein! Ich spiele einen Aeolithus und du verlierst 5 Punkte weniger. Also, 3? 3. Okay. Weißt du, was das Gute ist, wenn der eine 1 würfelt? Dann darf der nochmal. Auch das noch. Oh, geil. 7. Ein zufälliger Held erhält 1W6 plus 3. Mal gucken, wer das sein darf. Immer wenn ein Kobold stirbt, weint irgendwo ein Drache. Ist das so? Ja. Aber er ist noch nicht tot, der Drache muss nicht weinen. Stopp. Der Zwerg! Ha, du hast aber ein Händchen für den Zwerg, ne? Die fühlen sich leider alle gleich an. Wie viel? Das sind 5 Punkte, du darfst ausweichen. Nö. 5. 24. Dann Goblin Nummer 1. Lass die Goblins fliehen. 8. Nichts. Er sucht nach einem Fluchtweg. Zweite Goblin. 14. Sucht nach einem Fluchtweg. Der dritte Goblin. 11. Er sucht nach einem Fluchtweg. Der Wegelagerer. 14. Er brüllt einen Orkfluch. Okay. Achso, das ist ein bisschen eingerostet. Kein Orkisch, ja, okay. Es muss von uns kommen. Ja, das ja, leider ja. Sinn. Ja. 3. Wisst ihr was? Neuer Besuch. Cool. Nice. Was ist das? Eine bukanische Strandräuberin. Die sieht sehr sympathisch aus. Wir müssen auf jeden Fall den Anführer jede Runde behaken, dass der ja, so ja, viel. Ja, ja. Weil sonst führt er doppelt so viele Aktionen aus. Bei null. Das sollten wir vermeiden. Okay. Möglichkeit. So, okay, das ist Vorbereitung. So. Ich bin auch der Startspieler. Haben wir schon die Zeitmarke runtergenommen? Oder machen wir das gleich jetzt? Haben wir gerade. Haben wir gerade ein neuer Scherge. Ah, okay, ja, ja, okay. So, die Vorbereitung habe ich getan. So, ich möchte erst einmal ausrüsten die Fingerfertigkeit. Ich bekomme plus 2 auf meinen Fernkampfwert. Dann verhexe ich mit dem Desintegratus unseren Ork-Wegelagerer, sodass er 2 Schaden weniger macht mit allem, was er tut. Sehr gut. Dann kann er eine Weile liegen bleiben. Wie sind denn die Lebenspunkte der Helden aktuell? Also, der Zwergenschmied hat noch 24. Ich habe noch 20 mit der thulamitischen Magierin. Ja, und ich habe auch 20 mit der elfischen Wettläuferin. Ich glaube, wir haben uns nicht allzu sehr übernommen. Oder Kundschafter. Ich möchte nun erst einmal mit meinem Kurzbogen. Soll ich den Kobold nehmen? Oder? Ich nehme den Kobold aufs Visier, ja. Oder? Dann haben wir es hinter uns. Ja. Ja. Auf die 10 treffe ich. Das ist eine 19. Und für den Fall ist nicht schlecht, wenn wir noch dann danach dran sind. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja. Und ich möchte den Zorn der Elemente hinterherwerfen auf den. Wie viel hat der Ork denn jetzt noch? Der Ork hat noch 4 Lebenspunkte. Dann nehme ich den. Ja. Mit dem Zorn der Elemente. Nice. Das ist getroffen. Und ich mache 1W6 plus 3. Das sind 6. Das reicht. Reicht. Das er reicht. Ist ausgeschaltet. Kriegt seinen Schicksalspunkt. Nüber. Sehr schön. Was beschwört man denn beim Zorn der Elemente? Sind das einfach Winde, Wurzeln? Ich nehme ein kleines bisschen Element in die Hand und schmeiße es ihm entgegen und das explodiert dann. Element. Welches Element? Quecksilber? Oder? In dem Fall. Zirconium? Die sind unter Havena. Ich kratze so ein bisschen Schimmel von der Wand. Nice. Humus und schmeiße ihm das einfach ins Gesicht und dann platzt so eine Dornenranke in ihn rein. So machen wir das. Perfekt. Nimm das sieht schon ganz schön beeindruckend aus. Ja. Ich meine, Schimmel kann töten. Auch im echten Leben. Ja. Und Brot kann Schimmel. Ja. Bist du fertig? Ich bin fertig. Dann würde ich einmal für 3 die Urkunde des Hochkönigs spielen und ich darf selber 3 Karten ziehen. Dann gebe ich 2 aus, gehe in mich und beherrsche mich mit ein wenig und sammle meine Selbstbeherrschung, damit ich künftig besser treffe im Nahkampf. Finde ich gut. Und dann
würde ich noch an meine Zielübungen denken mit dem Wurfdolch. Meine Fingerfertigkeit verbessern. Ich bin übrigens dafür, dass du deine Sonderfertigkeit nicht eingesetzt hast, denn das ergab gar keinen Sinn. Habe ich auch nicht. Gut. Ja. Dann würde ich jetzt mit einem Ausdauer. Soll ich mit den Wurfdolchen bei den Karabustel? Ja, mach schon mal Fernkampf. Probier's. Auf die 12. Karabustel, auf die 12. Alter. Treff ich. 1W6 plus 1. 5. Philetta, versuch mal auszuweichen. Ich versuche auszuweichen. Es ist gelungen! Das heißt 3. Weil 5 wird aufgerundet. Ja, das ist 3 Schaden. Okay, das geht, ja, das reicht doch. Ja. Dann hat er 6. Mehr kann er nicht verlieren, diese Runde. Und dann würde ich sagen. Wen geben wir denn mal? Basil, ne? Machen wir den Basil, und genau, dann haben wir den mal. Der macht minus 2 Schaden mit allem, was er tut. Okay, dann greife ich Basil an. Meiner letzten. Meine Orknase. Eine 11, treffe ich. Basil, den roten? Oh ja. Das sind 8 Schaden. 7 kommt durch. Ja. Nicht schlecht. Ich würde meine nachsetzen und nochmal 5 Schaden machen. Dann kommt 12 durch. Ja. Gut, dann hat er noch 6 Punkte. So. Elfe, triff und töte. Elfe. Triff und töte. Das ist doch eine Ansage. Der so, diese Runde hat funktioniert, würde ich sagen. Also. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ja. Wer ist Startspieler gewesen? Du, Johannes, ne? Cool. Wir brauchen wahrscheinlich nur noch eine Runde. Okay, dann lege ich 2 Karten. Wir brauchen mehr. Ausdauer. Wieso? Ne, wir müssen alle Gegner besiegen. Ach, wir müssen alle Gegner besiegen. Ja. Dann lege ich nur eine Karte, glaube ich, Ausdauer beiseite. Ah, GT Star hat den Tipp für uns. Macht Basil den Roten zum Basil den Toten. Ha! Oh. Yes. Das könnte ein funktionieren. Kluger Mann, dann wie mir scheint. Einmal Heilkunde Wunden für 0 Ausdauer ausrüsten. Die ist echt geil. Brauchen wir Leben? Wer ja, natürlich immer. Wir haben beide 20, ich würde sagen, gib sie mir, weil ich werde jetzt wahrscheinlich am meisten aus Fressbrett kriegen. Du willst aber Karten ziehen, deswegen. Auch das, ja, ja, aber. Ich gebe erstmal 2 aus, dann kriegst du 2 Leben ich dazu. Danke dir. Und ich müssen sie dann die untote Version als Gegner aus Nein, exakt. Basil der Tote. Ja, nein. Oh. Das wäre auch Möglichkeit. Ich würde dann noch Balsam spielen und eine gewisse Anzahl an Ausdauer ausgeben, um dir noch ein bisschen Leben zuzupumpen. Och. Ja. Willst du haben? Mach mal 3 oder so. Ich weiß nicht, wofür du die Ausdauer noch ganz schön freizügig über meine Risse. Nein, das war auch mein Gedanke. Lass mal 3. Passt schon. Dann kriegst du mir 6 dazu. Wow, da bin ich jetzt auf 28 und fühle mich echt richtig gut. Ja, das fühlt sich schön an. Das ist so supportive. Ja, ja. Ja. Haben wir irgendeinen, der besonders fies unterwegs ist? Ja, Basil. Der Rote. Mach den kaputt. Damit er wirklich Basil der Tote ist. Greife ich ihn erstmal mit einem Fernangriff an. 1! Oh, du bekommst ein Kärtchen. Eine Karte ziehen. Genau, folgt mir für mehr Survival-Tipps, ja, GT-Star. Wir lassen den Follow da. Und du darfst Schaden machen. Nice. 3. Dann kommt 2 durch. Tipps in allen Lebenslagen. Ich fürchte, er hat noch 4. Er hat noch 4. Mhm. Gleiches Chris-Startspieler, ne? Ja. Mhm. Okay. Mäh ihn doch um. Mäh ihn mit deinem Langschwert doch einfach mal um. Ich würde dir auch Schicksalsmarken gönnen, vielleicht. Ja, mit dem Schwert? Ja, du ihn ja Fall, komm, dann nehmen wir das Schwert. Ja. Dann greife ich ihn doch nochmal mit dem Schwert an. Da treffe ich allerdings nur auf die 8. Machst du. Das reicht. Siehst du mal. Du brauchst den Schaden gar nicht auszuwürfeln. Basil, okay. Der Rote, ist Basil der Tote. Ja. Tja. Und du bekommst einen Schicksalspunkt dafür. Jetzt geht sehr er gut. Quasi in den Boden wie Basilikum. Oh. Nein. Oh. Was machst du denn noch? Dann wirkst du noch deinen. Überlege ich gerade. Ausweichenwurf. Haben wir irgendeinen Gegner, der uns besonders fies zusetzt, gerade so angriffstechnisch? Es geht, oder? Die Piraten. Ja, die wird zumindest. Möchtest du quasi debuffen? Ja, das wäre mein Gedanke. Dann, dann tu das. Eine Ausdauer ausgeben und dann einen Bannballadin auf. Was macht das? Zauber. Bis zum Ende des nächsten Zuges. Ah. Kann er.
dich nicht angreifen. Und dann würde ich dich wählen, weil wenn dann der Startspieler angegriffen wird, dann verpufft das. Ah, oder? Ist das richtig? Ah, und ich glaube, dann würde ich sogar einfach noch mehr reinbuttern, das noch für eine Ausdauer nutzen und dir, Chris, noch ein Waffengift auf deine Orknase geben. Dann macht die einen Schaden mehr. Einfach nur so, weil ich dich gern habe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke. Wieso? Ist doch geil, oder? Ja. Du hast die besten Chancen zu treffen. Wahre Freundschaft, oder? Zwischen einer Elfe und einem Zwerg. Ist das normalerweise nicht so kooperativ? Nein, schon. Sonst, ich habe noch nie jemanden sein Waffengift heilen sehen. Weil ich könnte es halt auch auf mein Schwert machen, aber da treffe ich halt nicht so gut mit, ne? Oh, Basilikum bringt Basil um. Oh. Der Basilisk. Ne? So, meine Weltuntergangsfee, was tut uns der Kobold denn diese Runde an? Ich bin so gerührt. 12. Er heilt seine Schergen. Das interessiert niemanden. Tja. 1. Oh Gott. Nein. Der Held mit den meisten Ausdauerkarten nimmt zufällige davon auf die Hand. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. 1, 2, dürftest du sein. 5, 6, 7, 8. Oh, jetzt hab ich weiter. Dann hat er noch einen Angriff mehr. 3. Der Held mit den meisten Handkarten legt eine zufällige ab. Ich habe 3. 1. 2. Ach, komm schon! Der Zwerg muss aber echt leiden, ey. Also die ganze mit Karten und Hass. Mein Kriegshammer! Na gut, ich habe eine vergiftete Orksnase. Toll. 14. Bitte einmal ein himmlisches Koboldlachen. Okay, der feige Goblin. 18. Der rennt weg. Der nächste feige Goblin. 9. Macht nichts. Der guckt dem anderen hinterher. Ja, wohin gehst du denn? Dass die Goblins da nur mit reinkommen. 6. Oh, der greift tatsächlich an. Oh, der greift mich an. Oh, der greift mich an. Das ist das erste Mal, dass ein Goblin angreift? Nein, das verpufft doch Bannballatin, oder? 1. Ach so, ich darf ausweichen. Plus 1, ja. Der möchte gar nicht ausweichen, ehrlich gesagt. Ich mache 2 Schaden, ne? Und bekomme... Du musst ausweichen. Ich muss ausweichen? Ja, aber du kriegst doch nie 0 Schaden. Der macht 2 Schaden. Aber ich möchte keine Karte weglegen müssen. Wieso? Wenn ich eine 20 würfle? Musst ausweichen. Okay, ich muss ausweichen. Ich muss ausweichen. Wenn Christus sagt, muss ich ausweichen. Ich bin nicht ausgewichen. Muss man immer ausweichen, oder was? 2. Grundlegend? Trotzdem eine Karte. Ja. So, dank des Konventsgewandes. Wegelagerer. Wegelagerer. 14. Eikatoch! Was bringt das hier nochmal? Er macht weniger Schaden, also okay. 0. Okay, und? 14. Ihr Landratten! 2. Sehr. Alle Gegner heilen um 3 Lebenspunkte. Oh. Ach nö, komm schon. Der hält natürlich auch. Der auch? Ja, natürlich. Gegner. Ach so. Oh Mann. Alle Gegner heilen 3. Ja, ist nicht von Schergen die Rede, also ist auch Gegner. Boah, das ist jetzt echt Kacke. Das ist jetzt einfach nur Spielverzögerung. Das ist jetzt wirklich Spielverzögerung. Das heißt, ich bin Startspieler jetzt. Lass es mal da liegen, das kriegt er sowieso gleich wieder. Ja, du bist der Startspieler. Startspieler. Den legen wir aus. Ach Gott. Dann gebe ich 3. Schöpfe ich 3 Ausdauer und spiele den Kampfrausch. Ich kann 3 ausgeben, um die Karte zu erschöpfen, um ein Ergebnis deines Schadenswurfs nachträglich um 3 zu erhöhen. Dann würde ich doch mal meinen Wurfpfeil werfen auf Karabustel. Das ist eine Fernkampfprobe auf die 12. Das ist kein Angriff. Und ich wiederhole das mit einem Schicksalspunkt. Und treffe. Und dann verliert er 3 Lebenspunkte. Das ist doch nicht schlecht. Der kann ja nicht ausweichen. Nice. Und. Er kann die nicht nur durch Angriffe verlieren, oder? Kann die generell nicht. Ah, schade. Ja. Dann würde ich noch eins erschöpfen und mit der Orknase da hinten die Bukanierin, ne? Ja, Bukanierin. Bukanierin angreifen. Ah ja. Und zwar auf die 16. Was ist das denn? Ich kann das nicht erkennen. 18. Ein Jammer auf ein neues. Jawohl. Getroffen. Der Wurfbeil ist nicht wiederholbar.
2 plus 5, nee, plus 6 sind 8 Schaden. Da sind 7, die durchkommen. Dann nimm den Schicksalspunkt wieder zurück. Ja, hab ich schon. Ja, sehr gut. Dann greife ich mit meinen Wurftäuschen an. Karabustel. Die 12. Nein. Schade. Schade, schade. War nix. Mach's nochmal. Geht jawohl. Doch. Nice. Nein, dem Würfel. Das sind 3 Schaden. Versuch mal auszuweichen. Ich hoffe, ich werde nicht erfolgreich ausweichen. Doch! Doch, das sind. Es kommen nur 2 durch. 2. Da muss noch einer weg, sonst. Muss noch einer weg. Da muss noch einer weg. Da muss noch einer weg. Okay. Da muss dringend noch einer weg. Jawohl! Herr Elfe. Herr, ja? Herr Elfin. Elfin. Elfindel. Ah, okay. Also, ich mache mal eine Ausdauer bereit. Spiele dann magische Begabung, dann kriege ich plus 2 auf Magie. Sehr gut. Kannst du ja mal deinen Frigifaxius einsetzen. Ich bin nächste Runde Startspieler, ja. Ne? Okay. Jawohl. Korrekt, Frigifaxius incoming. Dann, das ist ganz schön teuer. Kann ich mir das leisten? Was denn? Da habe ich noch 2 übrig. Das sollte okay sein. Ich gebe dann 5 aus, spiele meinen. Ja! Jetzt geht's nämlich rund. Jetzt geht's richtig rund. Und dann würde ich erstmal versuchen, mit meinem Frigifixius auf den. Karabunkel. Karafurunkel. Triff! Tu es! Ich bräuchte meinen Würfel. Deswegen würfel ich nicht so gut, weil die ganze Zeit die Präsenz der Elfe hier anwesend ist. 9! Geschafft! Das genügt, du machst den Schaden. Kann er ausweichen noch? Ja, es spielt keine Rolle, okay, er bekommt auf jeden Fall den Schaden. Ja. Nice! Und dann würde ich sagen, 2. Angriff mit meinem Elfenbogen. Wie viel Schaden machst du mit dem? 1W6 plus 5. Mach mal da mal hinten die ganz geil, Kanieren oder? Weg. Vor allem, du kannst ja automatisch treffen, wenn du möchtest, mit deiner Sonderfähigkeit. Ja, ich habe halt noch nicht verkackt mit der Fernwaffe, glaube ich, deswegen habe ich das noch nicht genutzt. Eine 4! Ja. Ja? Okay. Ja, der Brante, komm, mach nochmal. Der okay. Brante, da rein. Eine 19. Siehste, jetzt. Dann nutze ich doch meine Sonderfähigkeit, dass der Wurf eine 3 wird. Wow! Getroffen. Getroffen, hoho! Und dann mache ich 11 Schaden an der guten Frau. Boing. Kriegst einen Schicksalspunkt. Alter Schwede, die hast du aber ordentlich. Nice. Headshot. Direkt mit dem Schicksalspunkt auch noch dein Schwert schwingen? Jeder liebt mich. Ich bringe Gegner um und ich helfe meinen Mitstreitern. Ja. Das stimmt. Also, wenn ich hier so die MVP-Marke vergeben müsste, glaube ich, die landet aktuell bei der Elfe. Definitiv. Du hast doch auch schon gut Orknasen mit Orknase eingeschlagen. Ja, und er hat hier Schimmelpilz in dem Gesicht von Orks. Der Schimmelpilz war natürlich Premium-Move. Möchtest du noch mit deinem Schwert schlagen, mit deinem Schicksalspunkt? Mit dem Schicksalspunkt? Ja, der hat ja noch eine Ausdauer, oder? Nee, die hat ich aufgewendet. Das war für den Bogen. Habe ich nur vergessen umzudrehen. Soll ich das machen? Ja, soll ich noch so ein. Was wollen wir denn möchtest? Noch hier weg haben? Du kannst den Ork ankratzen, du kannst einen Goblin verdünnisieren. Aber die Goblins rennen im Zweifel, oder? Dann nehmen wir mal, dann kratzen wir mal den Ork an, oder? Jawohl. Nice! Ja, du triffst! Wow! Das tust du. Wow! Jetzt wird's aber. Dann machen wir hier wild. Fett Schaden. Ist Skill, alles Skill. 5 plus 4 ist 9. Minus 1. Nee, 8 minus 3. Ja, der hat eine gute Rüstung. Der hat eine gute Rüstung. Ja. In Ordnung. Das war doch eine erfolgreiche Runde. Das war such, aber hallo. Such Skill. Aber sowas von. So, ich werde auf jeden Fall mit gutem Gedächtnis mich daran erinnern, dass ich einen Djinnenruf beherrsche. Und den auch direkt mal ausrüsten. Ich glaube, das ist eine gute Idee gerade. So, dann machen wir jetzt Dinge. Wir fangen an mit dem Djinnenruf. Tun wir das? Da gibt es keinen Schicksalspunkt, ne? Dann mache ich doch erst eine Fertigkeitsprobe, ne? Kurzbogen. Ja, ich mache den Kurzbogen zuerst. Auf die 10. Nein! Kriegst einen Schicksalspunkt. Oder, ja, so ist es. Dann mit dem Zorn der Elemente nochmal auf den Ork. Nein, doch, ja! Dank, dass ich hier, da ich ja du hast 14 magische Begabung habe, habe ich getroffen. Achso, doppelt? Na, ach nee, das ist für Fernkampf. Für Fernkampf, genau. Dann sind das 1W6 plus 3.
Ja. Der Schimmelpilz juckt ihn nicht. Lecker! Ein Jammer. Dann möchte ich nur mit dem Djinnenruf hinterher angreifen. Ich bin aufgewachsen im Haus, das hat Arsendämonen. Auf die 16. Hat geklappt. Und er verliert rüstungslos 6 Punkte. Geil. Wow. Hat leider noch 2 übrig. Rüstungslos, nice. Das ist sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Das ist das Ende. Ja, der Schimmel-Djinn von Naravena, überall verbreitet und gefürchtet. Ganz genau. Na gut, dann Chris, der Unglücksrabe, spielt Karabustel, seinen wahren Avatar, und oh Gott. Patzt erstmal. Das war's mit Karabustel. Was? Gar nicht mehr? Schaden, er darf gar nicht mehr. Nee, er darf nicht mehr angreifen. Nichts. In der Runde. Ah, und nice. Hat gepatzt. Ja, gut. Ja. Geil. Meine wahre Rolle als als Goblin? 2. Okay, never mind. Der Startspieler, das bin ich. 6 Schaden. Ich versuche auszuweichen. Ich töte mich selbst, hm? Nein, ich krieg 6 Schaden. Ich bitte dich, du hast doch noch 18. Ich habe 19 noch. 19, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. 18. Mathe, du recht hast. Der feige Goblin. Sind alle gut in Mathe. 12. Macht nichts. Nice. Und der orkische Wegelagerer? 9. Angriff, ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1d6+2. Willst du Karten? Ja, ich möchte Karten! Nehmt mich! 6. Sind nur 4, weil er ja immer noch Destiny Degratus hat. Und ich weiche aus. Oh, mit einer 20. Nicht so gut. Desintegratus. Schade, den wollte ich eigentlich gleich noch spielen. Tja. Auf wen eigentlich? Es gibt gar keine Rolle. Ist gar nicht so schlimm. Hast auf diesen riesen Goblin. Die Fee des Zufalls. Genau dies. Was habe ich denn da? Zieh deinen weiteren Schergen vom Stapel und leg ihn rechts an die Gegnerreihe an. Hm. Noch eine Strandräuberin. Hm. Jetzt wird es langsam ein bisschen nervig, finde ich. Wir haben aber schon ordentlich aufgeräumt. Dann. Strandrobbe kloppen? Nein, keine Robben. Vorbereitungsphase, du bist Startspieler. Keine Robben. Du bist. Ich bin Start, ne Startespieler. Oh, jetzt wird's lustig. Ja. Sehe ich auch so. Oh, meine Güte. Oh, das ist aber auch nicht zu verachten, muss ich mal sagen. Oh, jetzt muss ich das wird eine Menge Schaden. Muss ich aber hier ein bisschen kalkulieren mit meinem 2, 4. Wenn der David sich so ein Undercut verpasst und dann so Seite, seine Haare zur Seite kämmt, dann könnt ihr doch einen perfekten Baden spielen. Wenn's wie wird unter dann kriegt der so eine fliederfarbene Kappe mit so einer Feder dran. Ja. Eine Laute in die Krallen. 9. Ah, okay, nee, das geht. Hm. Okay, ich möchte gerne für 2 meinen Armatrutz spielen. Sehr gut. Und diesen auch gleich auslösen als Startspieler. Ist das vielleicht ganz schlau? Dafür muss ich eine Zauberprobe würfeln. Dann bekommst du weniger Schaden, ne? Hast du eine Rüstungsklasse von? Nee, ich krieg 2. Einfach, das wird einfach alles um 2 reduziert. Ja. Das ist nett. Zusätzlich. Das ist richtig gut. Jawohl. Punkt 11. Punktlandung. Dann. Zaubert wie kein anderer. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier diesen hier mache, dann habe ich nicht mehr so. Nicht kann ich theoretisch auch eine Karte ziehen und die gleich als Ausdauer ausrüsten? Ja, nein, ne? Nee. Nein, weil das vorher passiert. Auch so musst du vorher, genau. Okay. Aber was ich glaube ich tun werde, ist 3 ausgeben und Anatomie. Das sind noch besser im Fernkampf. Eine studierte Elfe. Oha, das heißt, du triffst. Ach, ich dachte, ich habe selber eine gute Anatomie, das soll das ausdrücken. Ja, du hast Kenntnis. Ich weiß, wo ich hinschieße. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Du hast einfach beides. Ein Fernkampf wäre von 15, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Und dann habe ich noch 3 Ausdauer. Und jetzt kann ich überlegen, wie viele Angriffe braucht. Also, ich meine, der dicke Angriff muss nicht zwingend auf ihn gehen, ne? Nein. Kannst du mal mit dem Frigifaxius anfangen? Ich würde erstmal mit dem Frigifaxius, ja. Das ist ein guter. Erstmal so als Appetizer. Auf den Kleinen, ne? Ja. Auf den guten Herrn Karabustel. Der Kobold. Du treffst ihn nicht. Auf eine 11? Du treffst. Ich muss ja nur challengen.
Nee, nee, erstmal Schadenswurf. He did not evade. Okay, Schaden. Spielt ja keine Rolle. Ja. Zwei. Das reicht uns nicht. Schaden. Das reicht uns nicht. Knapp. Ja, bin dann auch nicht tot. Würde ich aber wohl mal den letzten Schadenspunkt euch überlassen. So sei es. So und sei mit es, ja, meinem Bogen dann die gute. Wobei, wollen wir den Ork? Wie viel hat der noch? Der hat noch drei. Zwei Lebenspunkte. Zwei Lebenspunkte. Du musst fünf aber Schaden machen. Fünf Schaden, weil der hat halt eine Rüstung. Fünf Rüstung. Schaden. Ja, ja, gut, dann würde ich doch mal mit dem Bogen auf den Ork schießen, oder? Das auf die 15. Schlecht. Auf die 15, jawohl. 10. Trifft. Ja, dann ist er wohl tot. Denn du machst ja allein plus 5 Schaden. Nee, er kann nicht ausweichen. Nee, du machst einen Schicksalspunkt. He is not able to ausweichen. Und dann nehme er sich einen Schicksalspunkt. Sind wir Valley Needy vor Leben? Nö. Nö. Mach lieber Schaden. Ja. Mach lieber Schaden. Ich wo niemand Karte, da ist, der Schaden ich machen Karte ziehe. Dann zieh eine Karte. Oder ist der Schaden gut? Mach Schaden, vielleicht kriegen wir diese Runde alles tot. Ja. Diese Runde alles tot. Ja. Okay. Mach alles kaputt. Aber wobei, ich kann sogar beides machen mit dem Schicksalspunkt. Ja, dann mach erstmal den Angriff. Mach erstmal den Angriff. Warum? Ja. Ich kann doch vielleicht noch was eben. Vielleicht kriegst du noch Reroll. Du musst ja Rerollen. Das ist musste schlau, bisher. Das er noch nie bisher in dem Nahkampf. Nicht machen. Nein, das ist echt ein Nahkampfmonster. So, okay, dann nutzen wir hier das Schwert. Wen greifst du an? Ja, gut, sie, oder? Du könntest doch einen Goblin direkt erdolchen. Also, das ist erschwerten. Wie du möchtest. Ja, boah. Nimm sie erst mal die dicken Dinger runter, dann nehmen wir erst die dicken Dinger. Sagen. Die ja rennen ja fast eh die ganze Zeit nur weg. 17, nein. Dann gebe ich den wohl aus, um es nochmal zu probieren. Ja. Und? Nein, ja, 19. Puh, hat nicht sollen sein. Das war eine knappe Angelegenheit. Ein Jammer. Schade. Aber warte. Jetzt muss ich das richten, ja. Das ist jetzt blöd. gut, ich habe einen Fulminictus Donnerkeil ausgerüstet. Oha. Und einen Kampfstab. Donnerkeil. Jetzt gehe ich nämlich all out. Ich fange an mit dem Kampfstab gegen Karabustel. Treff auf die 6. Ja! Hat funktioniert. Nice. Egal, was tot. Ich würfle, er ist tot. Ja. So. Jetzt ist er beseitigt. Nice. Ich nehme meinen Schicksalspunkt, ne? Ja. So. Jetzt wird's lustig. ich habe noch Fernkampf und ganz viele andere Dinge. So, wir fangen mal an. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen die Bukanierin. Wir nehmen die Bukanierin. Mit dem Djinnenruf. Auf die 16. Hat geklappt. Ja. Sie verliert einen Lebenspunkt. Kleinvieh macht auch Mist. Das ist halt der. Geil. Der berühmt-berüchtigte Schimmel-Djinn. Der Schimmel-Djinn, ganz genau. Dann habe ich noch einen. Ach ja. Wie viel in der Ausdauer habe ich denn jetzt noch? Eine ganze Menge. 7. Wir haben erstmal Inventur gemacht. Dann machen wir erstmal mit dem. Wie viel macht die? Die hat noch 14 Lebenspunkte. Ich muss sowieso zweimal drauf, ne? Ich kann ja auch noch was töten. Wir machen einen kurz. Ach, du warst noch gar nicht? Nein. Ach, du warst noch gar nein nicht? Nein! Ach so! Okay, dann schieße ich mit dem Kurzbogen auf die Bukanierin. Habe getroffen. Nice. Ja. 1d6 plus 4. Plus 4 auch. 6 Schaden. 5. 5 kommt durch. Wow. Ist nicht so schlecht. So, und jetzt machen wir einen Fulminictus mit 6 Ausdauer. Stimmt ja! Das 1 war die 6 plus 6. Den kannst du aufpumpen. Ja, den kann nice ich aufpumpen. Ja, das ist ein bisschen besser als der von den Elementen. Das getroffen. 7. Okay, meine Würfel, meine Schadenswürfe sind nicht so toll. Kommen 6 Schaden durch. So, dann hat es noch 3, die gute. Ja, ja. Das ist 3 Ziele machbar für den Zwerg. Und die Goblin, der Goblin rennt doch eh im Zweifel. Als erstes ziehe ich mir mal ganz in Ruhe Kettenbeinlinge an. jetzt haben wir den Kobold, jetzt geht's erstmal los hier. Erstmal, ja, erstmal also anziehen. Bevor es hier jetzt stressig wird, erstmal Kettenbeinlinge anziehen. Und dann, nachdem ich mich so sicher fühle, ich weiß, ich hatte keine Hosen an, jetzt geht's besser, greife ich mit der Orknase. Nein, mit den Wurftolchen. Fangen wir mal an, einen der Goblins zu behaken. Auf die 12. Trifft. Auf die 12. Auf die 12. Bring's um. Nee. Nö, 3. Nee. So aber mal gar nicht. Guck mal, die hätt's jetzt umgebracht. Ja, aber jetzt kommt die Orknase. Nee, hätt's nicht. Hätt's auch nicht, stimmt. Dann die Orknase. Auf die. Wunderschön. 10 getroffen. Das sind 11. Hui!
Die ist kaputt. Die ist kaputt und du bekommst einen Schicksalspunkt. Kaputt gemacht! Der typische Zwerg. Zerstört! Zerbrochen! Und dann setze ich mir noch einen Helm auf! So, fertig. Wir stehen jetzt wirklich noch zwei feinen Goblins gegenüber. Ist das dein Ernst? Einschüchterung möglich? Einschüchterung? Einschüchterung? Ich fürchte nein. Nö. Ich fürchte nein. Nein, die machen, oder was? Die fliehen, wenn sie mindestens eine 17 würfeln, ja. Aber das tun sie halt nicht. Frecherweise. Solche Assis. Das ist nur weil Chris ist eine schlechte Welt unter 12. Nichts! Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Na geh doch! 9. Nichts! Ab sofort hat der Anführer doppelt so viele Angriffe. Das interessiert uns nicht. Oh mein Gott. Du bist dran, Startspieler. Oh, ich bin der Startspieler. Die Zwergenkarte. Nee. Kampfrausch habe ich. Okay, ich spiele zuerst mal Atemnot auf den feigen Goblin. Der verliert 2 Lebenspunkte und ist tot. So, tot ist der. Atemnot einfach. Oh ja, der Atemnot hat einfach Atemnot bekommen von deinem Schimmel. Der ist einfach von meinem Schimmel. Ich hätte noch Kraftakt, aber der Schimmelpilz allein. Schimmelmagierin. Nimmt sie noch mehr von deinen Schicksalspunkten. So. Und dann mache ich einfach noch ein Invocatio Major auf den anderen. Was soll's? Was? Ja. Jetzt wird hier geklotzt und nicht mehr gekleckert. So sieht's nämlich aus. Der arme Goblin wird halt einfach pulverisiert. Ja, nur wenn ich maximal eine 16 würfle. Ist der Fall. Nice. Ich fürchte, die Niederhöllen, der Schimmeldämon, der gehörnte Schimmeldämon hat sich den feinen Goblin einverleibt. So! Einverleibt. Atemnot in dem Schattenschauen, was Miribam mit dir macht. Ganz genau. Sieg! Wir sind erfolgreich, sobald wir alle Gegner besiegt oder vertrieben haben. So ist es geschrieben. Sylvanas Rettung. Eure Feinde setzen sich erbittert zur Wehr. Besonders die beiden letzten feigen Goblins haben aber keine Chance gegen eure Kampfkraft und Entschlossenheit. Auch dem Kobold könnt ihr mit einigen Tricks und Kniffen und mit großartigen Zwergengesängen seinen Namen entlocken und ihm anschließend eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. So ist es geschehen. So ein Idiot aber auch. Einige Minuten später habt ihr gesiegt und eure Feinde liegen euch tot zu Füßen oder haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Oder wohnen jetzt im Schimmeldämon. Ich hab jetzt die beste Karte noch auf der Hand gehabt. Das Bier. Ist ein Jammer. Nice. Zechen. Aus dem Piratenversteck hinter der Geheimtür hört ihr verängstigtes Rufen. Dort liegt die zutiefst erschrockene, ansonsten aber unversehrte Sylvana. Oh, ich wurde schon wieder entführt und ihr habt mich schon wieder gerettet. Ich bin so erschrocken. Als sie erkennt, dass ihr gekommen seid, um sie zu befreien, sinkt sie euch dankbar in die Arme und ihr fühlt euch wie echte Helden. Jeder Held erhält 2 Abenteuerpunkte. Und wir sollen den Abschnitt Ende des Abenteuers in den Aventuria-Abenteuerregeln abhandeln. Wenn das hier steht, müssen wir das jetzt machen. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Das heißt, das Abend. Zwischenspiel. Wir haben ein Zwischenspiel. Hast du die, die so. Lieber David, du kannst deine Matte abräumen. Mhm. Meinst du die hier? Auch die. Auch die. Rasierer ansetzen. So, als großartige Helden kehren wir zurück nach Havena und dürfen jetzt jeweils coole Dinge tun. Mhm. Das läuft so, wir haben hier ein paar Locations. Jawohl. Und einige davon werden uns zur Verfügung stehen. Nice. Und die können wir besuchen. Wir brauchen dafür mal wieder eine Weltuntergangsfee. Lieber Chris, ja. Würfle doch einmal. Vergiss doch auch nicht, dein Bier wieder reinzumischen. Das war die falsche Anleitung. So funktioniert das nicht. Das ist die richtige Anleitung. Jetzt würfeln wir. Würfel mal mit 2W6. Eine 2! Okay, aus Gründen, die wir hier jetzt nicht näher erläutern wollen, führt unser Weg in ein Baumwipfeldorf. Wir gehen zu mir nach Hause. So sieht es nämlich aus. Genau, wir hätten eine Elfensiedlung zur Auswahl. Einen Bauernhof, ein Gasthaus, ein Hospital. Ich glaube nicht noch da, dass wir einfach in dieses... Ja. Eine Magierakademie. Mhm. Bauernhof, hast du den auch? Den suche ich noch. Und einen tiefen Wald. Tiefen Wald hast du, glaube ich, gerade, Chris. Das Grüne. Das ist mir fremd. Ich bin nur in der Schmiede zu Hause. Das sind die Örtlichkeiten, die wir aufsuchen können, um uns geiler zu machen. Nice. Optial. So. Hier wird Belohnungskarten geschrieben.
Da stand nichts von Belohnungskarten. Ja. Ich fürchte, es gab nur die eine. Und die zwei Abenteuerpunkte. Ja. Das ist ein Jammer. Jämmerliches Loot. Aber vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar andere. So, jeder Held nimmt einen der gewählten Lokalitätsbögen zur Hand. Wir können uns erstmal verteilen. Mhm. Also ich möchte auf jeden Fall die Magier. Ach Gott, ja, Entschuldigung. Aber, also, die, sag mal so, was hat das denn für Effekte? Das steht da drin. Das wissen wir vorher. Okay. Ah, okay. Willst du nicht nach Hause gehen? Ja, ich will nach Hause gehen. Ich nehme die Elfensiedlung. Gut. Ja, ich geh saufen. Lalari. Was soll ich im Elfendorf in den Baumwipfeltäppern machen, außer in ins Gasthaus zu gehen und zu sagen, okay. Nayariel comes home. Sehr schön. Nayariel. Nayariel. Haben wir nicht immer mehr zur Auswahl? Achso, nee, jeder bekommt drei sogar. Genau, stimmt. Drei. Ah, jeder bekommt drei. Also ich gehe ins Gasthaus. Wir müssen das nacheinander machen. Jeder bekommt genau. Drei. Ich war der letzte Startspieler, also bist du jetzt Startspieler. Ja, dann lass mich erstmal okay. ins okay. Gasthaus saufen gehen. Jawohl. Dann gebe ich dir mal das Gasthaus. Ich gehe auch noch auf den Bauernhof. Ja. Und ich möchte ins Hospital gehen. Ins Hospital. Ins Hospital. 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 So, wir gehen erstmal saufen. Würfeln mal mit einem W20. Eine 15. Betrunkener Druide. Du begegnest einer seltsamen Gestalt, die anscheinend ein Gläschen zu viel getrunken hat und dir etwas über eine Verschwörung der Echsenmenschen erzählt. Das ist wow. Cool. Du könntest möglicherweise die Spezialfähigkeit Jäger der Geschuppten erlernen. Die kommt zu deiner Auswahl dazu. Ich glaube, die habe ich da vorne irgendwo hin, bei den blauen Karten. Spezialfähigkeit. Jäger der Geschuppten? Ist das eine grüne? Das könnte auch eine grüne sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ich werde suchen. Rakurium hat Jäger der Geschuppten. Hervorragend. Beim Schadenswurf gegen einen Schergen mit dem Schlagwort Achatz, Amphibie oder Drache darfst du einen zusätzlichen Würfel werfen und das bessere Ergebnis aussuchen. Das für ein Zwerg jetzt schon relativ passend, würde ich behaupten. Ja. Aber das ist meine Auswahl drin. Das ist meine Auswahl. Bauernhof. Sind das die Chris jetzt ausgewählt hat? 12. Nee, er darf sich gleich, also er kriegt jetzt eine Auswahl von Karten und darf dann davon welche mit seinen Abenteuerpunkten kaufen, um besser zu werden. Die hat er doch jetzt ausgewählt. Ja, ja. Okay, okay. Der verwunschene Prinz. Du begegnest einem verwunschenen Prinzen, der sich anbietet, an deiner Seite ins Abenteuer zu ziehen. Was? Auswahl Teichkröte. Aktionskarte Stufe 3. What the hell? Drei Belohnungskarten, Kampfkasten unter Nummer 29, sagt EW-BS. Auch beim Director's Cut? Habe ich mich verlesen. Ja. Dann muss er wohl recht haben. Tja. Gucken wir gleich mal nach. Die verwunschene Kröte. Belohnungskarten in Höhe der Helden. In Höhe der Anzahl der Helden. Du hast vollkommen recht. Nice. Hab ich einfach überschlagen. Voll gut. Die haben wir auch irgendwo hier. Ja. Noch drei Belohnungskarten und. Die kommen auf den Schatz auf. Yeah. Loot. Blut. Das war's. Blut. Sehr schick. Dann hätten wir das Weihwasser, Knochentalisman und ein schwarzes Auge. Oha. Gar nicht mal so übel. Da ist unser Schatzhaufen. Ja. Jawohl. Mhm. So, und ins Hospital. Ins Hospital. Die, ich kann es nicht lesen. 18. Begegnung der siebten Art. Grelle Blitze, dampfender Nebel und der faulige Gestank aus den Niederhöllen. Der Schimmeldämon ist wieder da. Hier ist etwas schiefgelaufen. Schreiend und wild mit den Händen fuchtelnd läuft eine junge Adeptin aus einem der Lehrräume. Halt, das war die Magierakademie. Das wollte ich doch schon sagen, das kann so nicht sein. Arbeit im Hospital. Indem du tatkräftig mithilfst, kannst du dir das Recht auf einen Heiltrank erwerben. Lege eine Probe auf Handwerk ab. Lieber Arbosch. Nein. Misserfolg. Du versuchst dein Bestes, aber dir fehlen wichtige Zutaten. Mit Mühe und Not brauchst du etwas zusammen, das wie ein Heiltrank aussieht. Die Heiler überlassen dieses Versuchsobjekt gerne dir. Auswahl dubioser Heiltrank. Das klingt richtig gut. Ja, ich finde, das hat sich total gelohnt. Nice. Dubioser Heiltrank. Das ist eine Belohnungskarte, die müsste wahrscheinlich dann in dem Belohnungsdeck drin sein. Die Teichkröte? Teichkröte? War die Stufe 3 Aktionskarte. Teichkröte. Der Frosch. Quack, der verzauberte Prinz. Erstmal Zungenkuss geben. Die können wir uns halt nicht leisten.
Okay, weiter. Stimmt, die können wir uns tatsächlich nicht leisten. Warum? Die Aktionskarten kosten verschiedene Werte für ein Abenteuer. Ja, okay. Ach, wir haben jetzt nur 2 Abenteuerpunkte gerade, mit denen genau. wir uns quasi gönnen können. Ja. So, du suchst jetzt direkt aus deiner Auswahl was aus. Weil deine Auswahl kommt ja dann wieder weg. So, du durftest mit 2 Abenteuerpunkten eine Aktionskarte Stufe 2, eine Belohnungskarte oder eine Spezialfähigkeit wählen. Ich nehme den Jäger der Geschuppten. Das ist tatsächlich sinnvoll. Ja, gut. Ja. Finde ich gar nicht verkehrt. Ich bin Arbosch, Sohn des Angrax, Jäger der Geschuppten. Nice. Und werde euch mit meiner Orknase niederstrecken. Also nicht euch. Sag ich in der Taverne. Ich finde, du hast gar nicht so eine krasse Orknase, ehrlich gesagt. Also. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, dann. Lieber David, möchtest du dir ebenfalls einige Lokalitäten aussuchen? Ja, gerne doch. Ich würde auf jeden Fall mal die Elfensiedlung nehmen. Jawohl. Dann. Komm, gehen wir doch mal zum Bauernhof und ich würde mich, glaube ich, auch mal in die... Ah, wobei, dann gehen wir noch in den Wald. Machen wir hier mal einfach die den Gegenentwurf. Den Gegenentwurf? Den Gegenentwurf zum Zwerg. Okay, dann... Willst du nicht mit mir ins Gasthaus gehen? Auf den Bauernhof. Die Elfensiedlung. Da schwurbeln doch nur irgendwelche Leute rum. Schwurbeln? Stimmt, die Echsenverschwörer. 14. Unscheinbar. Vorsicht, Freund. Ihr müsst euren Rastplatz mit Bedacht wählen. Dein elfischer Begleiter klingt ein bisschen komisch und kann dich gerade noch rechtzeitig stoppen, bevor du dich in die Nähe einer wunderschönen blauen Pflanze begibst. Die Boronsschlinge hat schon so manchen Reisenden auf dem Gewissen. Du hast eine Auswahl unscheinbares Wesen, Aktionskarte Stufe 1. Mhm. Suchst du uns die raus? Die müsste damit drin sein, genau. So, der Bauernhof. Die 10. Das Riesenpferd. Geil. Das ist richtig gut. Auf dem Bauernhof werden große Kaltblutpferde mit enormer Kraft und Ausdauer eingesetzt. Ein Tier mit solchen Eigenschaften könnte sich auf deinen gefährlichen Reisen ebenfalls als nützlich erweisen. Mhm. Svelthaler Kaltblut. Sport eigentlich gar nicht raus. Stufe 2? Stufe 2. Danke für das Abo, Tigers Claw 99. Ja, kann ich die dann kaufen oder nicht? Du schon am 13. Genau, fortlaufenden Monat, ey, krass. Wow. Zum Ende der laufenden Runde nimmt ein Held deiner Wahl bei jeder Ermittlung eines zufälligen Helden nicht teil. Ah, das heißt, ich kann quasi Leute ausschließen aus Würfen, die sie kacke können. Stark. Aber es ist halt nur eine einmalige Sache. Ja, okay. Sache. Aber kostet nichts. War das 3 oder 2? Stufe 2. Svelthaler Kaltblut. Natürlich ganz hinten. Ja, was soll es anders sein? Den könntest du dir auch nehmen. Der ist teuer. Aber du kannst auch von den Belohnungskarten eine nehmen, oder? Eine Angriff, oder was? Ja, kannst du auch. Der macht einen extra Angriff, genau. Das ist schon ziemlich gut. Aber du bist noch im tiefen Wald unterwegs. Ja, stimmt. Eine 15. 15. Wie krass ist dann der hier? Erhöht die Trefferpunkte deiner Magieangriffe um 2. Oh, Miribam, den brauchst du. Möglicherweise werde ich mir den nehmen. Die Jagdwaffe. Die Treiber jagen eine Wildschweinrotte direkt auf euch zu. Das klingt gut. Die kräftige Jägerin packt ihre Saufeder. Jetzt zeige ich dir mal, wie man mit diesem Ding einen Eber zur Sau macht. Und schau gut hin, denn das funktioniert auch bei zweibeinigen Schweinen. Auswahl Saufeder. Aktionskarte Stufe 2. So. Und so wie ich das verstehe, kriegt der quasi auch Schaden statt mir erstmal? Das ist ein... Da werden dann Totenköpfe draufgelegt, wenn ich Schaden erleide. Dann wird das reduziert und dann kriegt er auch Schaden. Genau, also ihr bekommt beide Schaden. Und wenn er dann 4 davon hat quasi, dann geht er raus. Dann ist er oben. Hier, eine Saufeder. Da steckt Sauf mit drin, lieber Chris. Sauf. Ja, Sauffeder. Jetzt du auch... Oh, eine Sechserkarte. Oh, 2W6 plus 3 Schaden. Das ist natürlich ganz schön gut. Aber Angriff minus 2, ne? Im Nahkampf. Im Nahkampf, das ist natürlich... Das ist für dich ist halt sonst nicht so gut. Das Wahre. Die Fledermaus natürlich nicht. Alter, mit 15 oder mehr Schaden macht er auch nochmal 2 mehr Schaden. Das ist auch schon echt nicht schlecht. Oh, das Weihwasser. Ach, warte mal. Ach, die kann ich mir jetzt auch theoretisch. Ja. Weil das in unserem Schatzstapel drin ist. Genau, die würde 2 Abenteuerpunkte. Aber ich bin der Jäger der Geschuppten. Das ist halt einfach so. 1W6 plus 6. Diese Probe zählt nicht als Angriff. Als Zwerg hast du ja gar keine andere Wahl. Ist die Wahrscheinlichkeit denn so hoch, dass wir Untoten über den Weg laufen? Ja, kommt drauf an. Also, ja. Sehen wir dann. Sag mal so, weil das Pferd
Ist auch schon deine Wahl. Nicht schlecht. Dein Deck, deine Wahl. Ja. Ich glaube, als nächstes muss werden wir... Muss ich dafür was rausnehmen oder kann ich das einfach mit reinnehmen? Du wirst eine andere Karte dafür rauslassen müssen. Ja, du fängst mit 30 Karten an. Sollen wir vielleicht den Patreons das nächste Mal abstimmen lassen, welche Abenteuer wir das nächste Abenteuer... Das ist eine richtig gute Idee. Hm. Wie findest du bei einer Pro oder einem Angriff mit W20? Ja, okay. Ja, was willst du mit dem schwarzen Auge? Ich nehme das Pferd. Das finde ich cool. Das Pferd. Sehr gut. The Horse. Und das kann er nehmen, weil es eine Stufe 2 ist? Das ist Stufe 2, das kann er nehmen. Ja. Kostet zwei mit 1W6 plus 3, kostet 5 Ausdauer. Dann wird die Saufeder wieder weggegeben. Genau, Saufeder. Und dieser Angriff ist nur möglich, wenn dir im selben Zug ein... Das ist Nahkampf eher eine schwere Nahkampfwaffe. Die könntest du gar nicht nehmen, laut deiner Deckbuilding-Regel. Ach so, okay, okay. Ah, stimmt, die muss man auch noch beachten. Deswegen bin ich hier gerade hier. Das ist keine Einschränkung, ne? Aber gut, und ich kann, das kann auch nur angreifen, wenn mein Nahkampfangriff gelungen ist. Aber... Trotzdem, das nimmt schon mal Schaden. Johannes. Jawohl. Was tust du denn? Möchte gerne. Lass mich raten, nicht an die Magierakademie gehen, denn du hast von deinen Kollegen die Nase sowas von voll. Doch, da möchte ich auf jeden Fall hin. Man kann da was Gutes lernen. Im tiefen Wald kann ich meine Humusgeister wieder auffüllen, glaube ich. Ja. Und, ach komm, dann saufen wir uns noch ein. Jawohl, endlich. Geht einer mal mit mir ins Gasthaus. So, würfele doch mal. Wo willst du zuerst hin? Ich möchte erst in die Magierakademie. Ja, dann würfel doch einmal am wichtigsten. Eine 10. Du kannst versuchen, den Schlüssel zu einem besonderen Raum der Akademie zu stibitzen und dich mit einem ihrer wertvollsten Artefakte davonzustehlen. Oh. Entscheidung. Du wagst es am Ende doch nicht, die Begegnung ist beendet. Oder du traust dich tatsächlich. Lege dann eine Probe auf Heimlichkeit ab. Das tue ich. Natürlich tue ich das. Hm. So, heimlich Schicksalspunkte habe ich nicht mehr. Acht. Ah, das ist gar nicht so viel. Ich habe mich entschieden. Ja. Das hilft nicht. Come on. Es hat nice. Es hat funktioniert. Du schnappst dir ein portables schwarze Auge. Oder fangen. Auswahl schwarze Auge Belohnungsgarten. Das haben wir eh schon drin. Okay. Cool. Ja, schade. Tiefer Wald oder Gasthaus? Erst in den Wald. Die Entspannung kommt am Ende. Dann würfel er mal. Ich hätte eine 4 im Angebot. Du begegnest einer bornländischen Hexe, von der du lernen kannst. Bist du selbst eine bornländische Hexe, kannst du also, egal. Bist du ein anderer Held, erhältst du die Auswahl aus dem Heldendeck der bornländischen Hexe. Siehe Regelheft Seite 7. Die kann mit ihrem Hexenblödsinn und kann dir gestohlen bleiben. Ja, dann kommst du enttäuscht saufen. Richtig. Setz dich zu mir in den Tisch eine und... 4. Du begegnest einer novadischen Charizard, von der du lernen kannst. Ja, du wolltest doch eh den Knochentalisman. Ich fürchte, das ist eindeutig das Sinnvollste hier. Ja. Der Knochentalisman, ja. Den kann ich, glaube ich, ja, okay. Problemlos. Das Auge bekommt man nicht mehr über die Belohnungskarte, nur noch über das Ereignis. Aber der Knochentalisman wäre, glaube ich, die Wahl gewesen. Erhöhe die Trefferpunkte meiner Magieangriffe um 2. Ist es gut? Das ist super ist gut. Ist es gut? Du musst halt überlegen, was du jetzt rausnimmst aus deinem Deck dann. Ja, ich habe da 2 Desintegratos gesehen. Ich finde, einer reicht. Ich würde auch sagen, ne? Oh, nice. Meine Spezialfähigkeit muss ich ja nicht in mein Deck das tun. Das kann ich auch nehmen. Meine ich. Die Speerschleuder. Ich glaube, das ist keine Aktionskarte. Ne? Nutze ich die Speerschleuder? Ich meine nicht. Nee, die bleibt draußen. Ja. Kannst du doch gar nicht reinmischen. Ich hatte eine andere Rückseite. Ja. Schön. David, so als Aventuria Pro. Wie hat es dir denn heute gefallen? War geil. Also war ganz geil. Ehrlich, das hat doch richtig flutschig funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Die haben wir gut verklöppelt. Ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten ein wenig Glück, dass das nur feige Goblins waren, die wir da als Gegner hatten. Mit anderen Goblins wäre es böse. Aber es waren halt echt viele. Ach so, du meinst wirklich Goblins. Viele. Ja, okay. Und die haben auch lange ausgehalten. Wenn wir keine anderen Goblins haben, gibt's keine. Aber wenn man auch so würfelt bei den Schergen wie ich, dann ist das halt schon echt finster manchmal. Die Weltuntergangsfee. Ja, die Weltuntergangsfee. So, wir haben, was hatten wir denn? Wir hatten eine Schwierigkeit von 4. Das bedeutet, genau, für die Rettung von unserer guten Silvana erhalten wir die Kaiser-Rauls-Schwerter in Silber. Yay, Kaiser-Rauls-Schwerter in Silber. Das können wir uns ja merken, so quasi als Abenteuer-Tagebuch Silvanas Befreiung Director's Cut. Nice. Das heißt aber auch, wenn wir es diesmal halt so gut geschafft haben, ziehen wir das nächste Mal eine Stufe höher.
Ja. Auf den Greifensternensilber. Wir brauchen auch noch für unsere Abenteuergruppe einen coolen Abenteurernamen. Einen Gruppennamen? Macht man sowas nicht? Die drei lustigen... Ja, raus aus meinem Kopf! Raus aus meinem Kopf! Gibt's nicht ein... Die drei lustigen Karabustel. Die Karabustelbären, nein. Die Karabusfahrer. Ich bin sicher, der Chat hat da viel bessere Ideen als wir. Könnt ihr euch ja mal warme Gedanken machen, genau, ob wir unsere Heldengruppe einen guten Heldengruppennamen verpassen sollten. Ne? Da wir übrigens durchschnittlich eine verbesserte Karte pro Held haben. Ja. Stimmt es? Ja. Belohnungskarten, Aktionskarten Stufe 2 zählen als verbesserte Karten. Aber ich habe eine Spezialfähigkeit. Die zählt auch. Na, dann. Wir haben eine durchschnittlich eine verbesserte Karte und sind immer noch auf Heldenstufe 1. Ja, wunderbar. Und das nächste Mal müssen wir dann halt einfach die mehr Herausforderungen die tödlichen 3 oder die karamellisierten Kalabuster. Oh Gott. Karamellisierten. Wieso karamellisiert? Tödlichen 3 gefällt mir ein bisschen. Ja, die tödlichen 3. Weil wir so süß sind, sind wir karamellisiert. Deswegen. Das okay, ich sehe, ihr seid nicht der Meinung. Zirp. Ich finde mich und uns süß. Ja, das akzeptiere ich. No kink-shaming oder here, weil wir, okay. Oder, weil wir, ja. Oder vielleicht haben wir auch Ähnlichkeit mit Äpfeln, wer weiß. Kandiert? Warum? Nee, die sind ja auch gerne die kandierten. Die kandierten Karabuste. Die kandiert karamellisierten Karabuste. Nee, aber ich fand es sehr witzig und ich habe mich auch vor allem gefreut, endlich mal wieder Aventuria zu spielen. Das stimmt, das und stimmt. Im Stream. Hast du dich denn mit deinem Zwerg wohlgefühlt? Ja, aber Chris? Hallo. Wie ging es dir denn mit deiner Elfe? Sehr gut. Also hat einen guten Eindruck gemacht, die können, Frau Elfe. Die können, es gibt übrigens auch die Helden in Gender Swap. Ne? Wir können ja mal gucken, ob wir die das nächste Mal. Obwohl natürlich das wallende Haar dann. Das stimmt. Es wird natürlich noch vorgeschlagen, die todlustigen 3. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen Ironie sein sollte. Oder die dollen 3, ja. Aber nicht immer nicht schwer, also nicht schlechte Auswahl, sag ich. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welches Abenteuer wir demnächst bestreiten werden. Wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung ansetzen. Wir machen das ja vielleicht auch so semi-regelmäßig, wenn wir das schaffen. Das wäre eine Monat. Schlechte Sache. Ja. Ach so. Ja, so einmal im Monat. Ja, cool, genau. Gut zu wissen. Ja, mit David, der freut sich schon. Danke, nice. David. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aktuell läuft ein Crowdfunding für die DSK, für die schwarze Katze. Schleichende Verfall. Unbedingt mal reinschauen. Wer also Lust hat. Die Otten! Die Otten! Eichhörnchen! Die Otten! Eichhörnchen! Nee, okay, Otten. Besser. Ja, ich weiß, wir auch. Pro Otter. Ja. Pro Otter. Und auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr dem Next Best YouTube-Kanal, falls ihr noch nicht folgt, mal ein Follow da lasst. Oder abonniert, wie man das nennt. Ne? Klöckchen. Ein Klöckchen, genau. Mhm. Und fleißig und in den Videos kommentiert. Wir haben auch brandaktuell zu der aktuellen OGL und ORC-Situation ein Statement auf unserer Webseite. Und genau, ihr findet auf dem Hauptkanal von Ulysses Spiele, also im YouTube-Kanal, ein Video dazu, ja. Ist Ulysses jetzt Teil der Ork-Familie? Die hätten wir weggerannt gezogen, sind. Ne? Die hätten wir fast gezogen. Und noch ein Tipp, auf dem NextQuest-Kanal findet ihr auch noch ein wenig Hintergrund zu der OGL und der Geschehnisse. Genau. Schaut auf jeden Fall mal rein. Was haben wir denn nächste Woche wieder im Angebot? Am Montag sind die alten Männer wieder am Start. Dienstag, meine ich, fällt das plötzlich aus. Dafür gibt es einen Hexensonderstream. Oh ja, oh, einen sehr interessanten Hexensonderstream. Genau. Und nach dem jetzt gerade erst schon stattgefundenen Hexensonderstream, oder? Ja, aber der ist die nächste Woche ist noch besondere. Ah, okay. Also der ist richtig krass. Special. Also einfach noch mal ein Highlight-Highlight-Stream. Krass. Genau. Und am Donnerstag findet wieder die härteste Strömung auf Next Quest statt mit M3. M3. Genau. Nice. Und vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil wir spielen ja auch intern so eine One-Page-Rule-Liga und da haben der David und ich noch eine Rechnung offen, denn wir hatten vorhin mal kurz angefangen mit seinen Waldelfen, hat er es gewagt, in das Territorium der Goblins einzumarschieren und hat sich eine blutige Nase abgeholt. Die feigen Goblins spielt er, ja. Ja. Ja, mal gucken. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen vielleicht was offen. Ja. Aber ich habe schlechte Chancen. Ich sag's euch, Leute.
Ja, du hast dich aber jetzt eingewürfelt, also von daher. Ja, wenn das so läuft wie hier, dann. Ich habe eine 90%ige Chance, das ist sehr hoch, dass ich sterbe. Das ist doch sehr positiv, oder? Ja. Weil es ein großer. Und in dem Sinne, egal was ihr macht, bleibt gesund, sagt Markus, glaube ich, immer wieder. Habt ein schönes Wochenende. Oh ja. Es würde mich freuen, wenn ihr noch einen Moment dranbleibt. Ich schaue mal, wer online ist und wen wir raiden können. Und ja, Steff ist wieder fit. Also der wird mit Sicherheit wieder am Start sein. Steff war, glaube ich, auch sogar im Chat. Kannst ja selbst kurz was dazu schreiben. Ich schalte uns dann schon mal raus und dann raiden wir noch irgendjemand. Also es würde mich freuen. Yeah. Kommt mit, macht da ein bisschen Stimmung. Und wir freuen uns schon auf nächstes Mal. Genau. Train in den Stream. So, ich klicke mich mal hier in die... warte. Ja, nice. Genau, ich schalte jetzt mal rüber. Und in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.